Drillcore, ein sehr neues Spiel auf Steam. Ich glaube, es ist im Playtest gerade. Und wir dürfen mitspielen. Ich habe noch nicht gezockt. Wir machen das gemeinsam, zusammen, zum ersten Mal. Ich mag direkt den Grafikstil. Sieht nice aus. Und wir werfen uns rein. Madi Segunda. Bohrneuling. Ja, da fühle ich mich angesprochen. Geschätzte Spezialisten von Drillcore. Unsere Welt steht vor einer Krise kosmischen Ausmaßes. Dem schützenden Magnetfeld, das unseren Planeten umgibt, droht der Kollaps. Sollte es dazu kommen, wären wir der Strahlung der Sonne und der kosmischen Strahlung schutzlos ausgesetzt. Wir haben bereits einen Anstieg strahlungsbedingter Gesundheitsprobleme in der Bevölkerung verzeichnet und auch das empfindliche Gleichgewicht unseres Ökosystems ist gestört. Die Wiederherstellung des Magnetfelds ist von größter Wichtigkeit. Nicht nur für die Gesundheit und Sicherheit unserer Bevölkerung, sondern auch für die Erhaltung unserer Natur. Wir setzen unsere ganze Hoffnung darauf, dass es dem Drillcore-Team gelingt, unseren Schutzschild wiederherzustellen und die Zukunft unseres Planeten zu sichern. Alles klar. 70 Öcken ist die Belohnung für Magnetfeldkorrektur. Wir benötigen eine Ladung, Zieltiefe 3x50 Meter. Planetentyp, Höhlenbereich. Keine Ahnung. Aber wir machen einfach mal Auftrag starten. Wir werden das schon verstehen. Sehr laut, ne? Ich hoffe, ihr sollt nicht, eure Ohren sind nicht weggeballert, aber das ist manchmal nicht so einfach, das einzustellen. So. Was? Halte Enter gedrückt, um abwärts zu bohren. Muss ich jetzt schon machen. Enter. Oh Gott, wir bohren. Einfach runter. Wann halte ich wieder an? Oh, warte. Oh, jetzt geht's hier los. Zoome mit dem Mausrad. Ah, gut. Drücke die Leertaste, um eine taktische Pause zu aktivieren. Ja, mag ich. Aktuell verfügbare Ressourcen. Eisen, Swarmlet und Kohle. Das sieht man hier oben. Ich hoffe mal, die Reihenfolge stimmt. Eisen, Swarmlet, Kohle. Du hast permanente Ressourcen abgebaut. Lunarit, Galaxium und Warpstone. Du hältst die bei erfolgreicher Evakuierung. Ach, so eine Art Spiel ist das. Alles klar. Also wir müssen. Jeder Bohrgang zählt einzeln sozusagen. Wir müssen gucken, dass wir überleben. Das ist ja. Kennt man ja, ne? Das Genre. Wie heißt nochmal das andere hier? Deep Rock Galactic Survivor, ne? Das ist auch so, glaube ich, so ein bisschen. Die aktuelle Tiefe und die Zieltiefe, auf der Kern detoniert wird. Tiefe 150 Meter und 150 Meter soll der Kern detonieren. Ne, das ist unser Kern, unser Bohrkern. Also wir dürfen uns maximal 150 Meter runterwagen. Sonst explodiert uns hier die ganze Chose. So verstehe ich das jetzt einfach mal. Baumenü für Gebäude zu öffnen. Okay, wir können jetzt auf diesem Fahrzeug, was ist es? Offensichtlich Sachen bauen. Ja, Kamera ist klar. Aktuelle Zeit. Arbeiterinfo, das sind die Freunde, die gerade 4 Stück haben wir. 2 Rothelme, ein Blaustirntuch und ein Cameo-Helmmann. Aktuelle Zeit, Tag 1, das können wir mal wegmachen. Baue 4 Einheiten Kohle ab, um abwärts bohren zu können. Ja. Was ist da mit der Maus? Egal. Machen wir. Halte R für was auch immer. Drücke die rechte Maustaste, um einen Befehl an die Bergleute zu widerrufen. Um die Zeit zweifach zu beschleunigen, drücke Q. Um zur Normalgeschwindigkeit zurückzugehen, drücke erneut Q. Ja, danke. Danke. Abbauprioriität eines Blocks zu erhöhen. Bewege den Mauszeiger drüber und drücke linke Maustaste. Alles klar. Ah, das heißt, das kann ich jetzt. Ah, okay. So. Ah. Verstehe. Das machen wir auch. Unsere Ressourcen. Okay, und das können wir wegmachen. Oh, Geschütze können wir auch bauen. Jetzt bin ich aber gespannt. So, jetzt bauen wir erstmal runter. Was können wir hier bauen? Unterkünfte. Eisenfabrik. Produziert Eisen. Jedes Gebäude dieser Art reduziert die Abklingzeit. Und das Labor. Ja, dann würde ich doch mal sagen, hier hinten machen wir erstmal die Unterkünfte. Fangen wir mal mit einer Unterkunft an. Dann bauen wir ein Labor und ein
Eine Eisenfabrik. So, jetzt. Ah, okay. Und jetzt checke ich das. Alles klar. Da müssen wir jetzt hier rein. Guck mal. Okay, das sieht lustig aus. Ich habe Spaß. Was ist los? Ist der gut oder böse? Ne, er ist ein guter Freund von uns. So, jetzt geht's hier. Guckt euch das mal an. Hier liegt jetzt der heiße Scheiß. Das ist das, was wir wollen. Wir haben alle so Raketenrucksäcke. Das heißt, wir können auch ohne Treppenarchitektur sich einfach runterbauen. Was ist hier los jetzt? Achso, die können auch noch aufwerten, oder was ist das? Ah, ne. Ah, okay. Forschung. Jetpack Upgrade. Können wir uns aber alles nicht leisten, müssen wir erstmal neue Sachen. Ah, was jetzt? Achso, warte, ist das? Okay, es gibt. Jetzt checke ich auch, was die Unterschiede dieser Freunde sind. Er ist so ein Grabe-Dude. Er kann die Ressourcen schleppen. Und er kann sich gegen Monster behaupten. Okay, wir haben. Das ist wahrscheinlich das Wichtigste, ne? Alle wichtig. Alle wichtig. Was ist hier mit Geschützen? MG-Geschütz oder... können wir uns das leisten? Ja, oder? 11 Blöcke, 17 Blöcke. Ah, okay. Na gut, haben wir mal ein bisschen Verteidigung gebaut. So, jetzt bauen wir hier mal ab. Los, Leute. Guck mal, jetzt wird's interessant. Was haben wir hier? Achso. Das ist die Eisenschmiede. Was ist das? Achso, dann ist ein X. Das wollen wir nicht. Können wir uns irgendwas leisten? Nö, immer noch nicht. Wir brauchen erstmal das da. Können wir schon einen neuen Freund wieder rekrutieren? Oh ja. Noch einen zweiten Sammler. Hier, guck mal, da macht es jetzt richtig Spaß. Das sind alles sehr wundervolle Ressourcen. Was ist das? Hoffentlich kein böser Feind. Oh Gott, ich kann mir vorstellen, dass das was Böses ist da unten. Oh ja, ich habe es geahnt. Ja, tschüss. Mir doch egal. Was war das? Die Nacht bricht bald an. Nachts kommen verschiedene Monster in die Mine, weil sie von der Energie des Kerns angelockt werden. Vergiss nicht, deinen Arbeitern den Rückzugsbefehl zu geben, bevor es Nacht wird. Oh. Woran sehe ich den genau, wenn es Nacht wird? Ist das hier das? Tag 1, ja, okay. Oh Gott, hier ist noch was. Da sind Schurken drin. Oh, wähle eine Technologie. Geschützbooster. Nachtfähigkeit lässt deine Geschütze vorübergehend um 33% schneller feuern. Jedes Gebäude dieser Art erhöht die Dauer um 20%. Arbeiterbooster, Tagesfähigkeit, lässt sich deine Arbeiter in einem Radius boosten. Jedes Gebäude dieser Art erhöht die Boostdauer um 2 Sekunden. Oder Swarmlead Fabrik. Okay. Klingt das mal ganz gut. Halte R gedrückt, damit sich alle Arbeiter zurückziehen. Sobald sie in Sicherheit sind, beginnt automatisch die Nacht, wenn gerade Tag ist. Ja, muss ich das denn? Ist denn jetzt die Nacht hereingebrochen? Ich mach mal lieber. Oh, alter Schwede, ein Raketenwurm. Okay, ich habe nicht damit gerechnet, dass das so viele sind. Dann darf ich natürlich nicht. Nur die ersten waren umsonst. Ja, das habe ich ja nicht gewusst. Vielleicht soll ich noch einen zweiten Soldaten einsetzen. Oh Gott. Macht der hier irgendwas, oder? Wir wollen meinen Kern zerstören. So, der macht halt gar nichts. Das ist ja mal schade. So. Alles ist wieder gut.
Dann lass uns mal schauen, dass wir vielleicht... Können wir noch jemanden rekrutieren? Ah ne, 7 von 7, wir sind voll. Ja, ob das die richtige Mischung ist, weiß ich nicht. Jetzt haben wir halt 2 Soldaten, okay. Bohrkraft scheint mir doch sehr bedeutsam zu sein. Wir müssen ja hier... Es dauert ja auch lange, ne? Bis wir da durchgebrochen sind. So, sammeln wir einen hier. Was ist hier noch? Weiß man nicht. Bin ja vielleicht Fan von mehr Geschützen noch. So. Okay, habe ich nicht. Kann ich nicht machen. Habe ich schon alles verbraucht. Was bauen wir denn noch? Das können wir jetzt bauen. Swarmlink. Swarmlit-Fabrik. Brauchen wir mehr Ressourcen? Da ist was Rotes. Oh, da, oh, da ist ein richtig feiner Edelstein. Was ist das hier? Na, ist doch gut, dass wir die haben. Komm, bohr das mal auf und dann. Wir haben ja so 2 Soldaten. Die sind ja extra dafür rekrutiert worden. Und dann bestimme ich lieber selbst, wann ich das mache. Aber was ist hier? Der hat auch nicht mehr so viel Energie. Wann kommt die Nacht? Wann bricht sie herein? Da, hier, mach weg. Da ist auch noch so ein Augengesicht. Auch was Feines. Auch mehr Leute. Oh geil. Verlangsamendes Lasergeschütz. Verlangsamt Gegner mit einem Laser. Regeneriert die Kernstabilität um 100 GP. Jedes Gebäude dieser Art reduziert die Abklingzeit. Jedes Gebäude dieser Art reduziert die Abklingzeit. Ja, was ist uns denn jetzt wichtiger? Kernstabilität ist natürlich... Ist beides vielleicht ganz gut. Machen wir mal das. Ich frage mich gerade, wenn ich jetzt eine zweite Unterkunft baue, kann ich noch mehr Freunde rekrutieren, oder? Ja. So, das heißt, ich darf... Ah ne, es kostet mich wieder Öcken. Mist. Okay, wir müssen es vergrößern. Oh nein, ist es jetzt wieder die Nacht? Oder was? Hab ich das gerade richtig gesehen? Also das mit Tag und Nacht habe ich noch nicht so hundertprozentig gecheckt. Ist es jetzt Nacht? Ja. Ich glaube ja. Kommen wir alle schnell nach Hause. Ja, auch nichts Neues leisten. Der ist schon richtig angeschlagen, der Freund. Uiuiui, okay. Da kommen sie da runter, geschwebt, diese Gehirne. So Gehirnfliegen sind das, ne? Nice. Gar kein Problem. Der Riesenwurm fährt nach Hause. Arbeit ist getan. Sind die denn jetzt erholt? So halb. Halbwegs erholt. Ich brauche noch einen Bohrer. Ja, wir werden ja nichts erforschen. Auf die Art und Weise kommen wir natürlich nicht voran. Das weg. So, da wollen wir. Und da. Gefunden Technologie öffnen dir die Möglichkeit, bis zum Ende des Auftrags neue Gebäude oder Geschütze zu bauen. Zerstört regelmäßig einen zufälligen Block. Jedes Gebäude dieser Art arbeitet unabhängig. Drohnenstation. Nachtfähigkeit. Das Gebäude schickt Drohnen los, die deine Gegner suchen und angreifen. Und eine Bar. Ah, wie alles gut. Ja. Nicht alles hervor. Kann ich denn nur so wenige Gebäude errichten? Ja, sehr teuer.
Wir haben 4 Bohrer, 2 Soldaten, die dürfen 2 noch rekrutieren. Die Soldaten sind bald tot. Ich brauche noch einen dritten Soldaten. Oh, was ist hier? Da ist eine Spratzung. Kürze ist Spratzung zu erwarten. Ach, doch nicht. Kann ich das wegmachen? Ich glaube, ich brauche noch einen neuen Soldaten. Die sind mir gleich hinüber, die Jungs. Ja, sieht gut aus. Okay. Oh, da ist eine neue Geschichte. Da müssen wir hin. Gefunden Technologie. Also, was haben wir? Erhöht die Angriffsrate aller Geschütze. Das ist Typs Energie. Ein Minenwerfer. Effektiv am Grund des Minenschachts. In Vorwärtsrichtung ab. Minenwerfer, das klingt interessant. Aber... Oh, ich kann sogar neu würfeln. Ich mach das mal. Oh Gott, hab ich irgendwas verloren? Oh ja. Ich hab einen Bohrer. Nein, geh weg, schnell. Rückzug. Oh, das ist super. Das mal weg. Ich glaube, ich brauche noch mal ein neues Geschütz hier auch noch. War das am Ehe der Minenwerfer? Effektiv am Grund des Minenschachts. Ja. Machen wir das, dann haben wir auf beiden Seiten das gleiche. Und wir müssen neue Leute rekrutieren. Wir haben irgendjemanden verloren. So, sammeln wir alles auf. Die Sammler haben ja auch gut zu tun, aber das ist ja, das wollen wir ja. Aber der Soldat ist bald kaputt. Da müssen wir jetzt weiter runterbohren. Oh no. Ist der Tag vorbei? Raketengeschütz, Explosionsbeschleuniger. Ich glaube, dass es sinnvoll ist, sich auf vielleicht eine Sache zu konzentrieren, ne? Also auf eine Technologieart. Oh Gott, jetzt geht's hier los. Jetzt wird wieder geballert. Ach, die kann man auch upgraden, die Freunde, oder? Ah ja, die Feuerrate. Okay, das haben wir, können wir uns nicht leisten. So, da kommen sie. Oh, mit so einem Riesen! Der hat seine Mutter mitgebracht und den Vater auch. Oh, das könnte jetzt unangenehm werden. Wieso kriege ich hier noch eins hin und da nicht? Kann sich leisten. Eieieiei. Die halten richtig was aus, guck mal. Die wollen nicht kaputt gehen. Spratz. Ah, sehr gut. Naja, und der letzte weiß schon, dass es für ihn nichts zu holen gibt hier. Sehr gut. Der Raketenwurm ist auch weg. Dann müssen wir jetzt in verschiedene Richtungen weiter buddeln. Und machen wir mal in 3 Richtungen weiter. Hier ist auch gut. So. Ja, das wollen wir haben. Wir können, was holen wir denn noch? Noch einen Butler, oder? Komm. Wir holen nochmal einen Butler. Das müssen wir natürlich irgendwann mal lernen, was so die beste Mischung ist. Was? Nein, niemand schießt dich. Hier müssen wir auch weiter runter buddeln noch. Da schlüpft gleich irgendwas Asiges. Das war Kohle, ne? Was können wir denn hier nochmal bauen? Also das hier. Glaube ich ganz sinnvoll. Ach, hier. Ist der Soldat tot? Ja, wir brauchen 9 Soldaten.
Oh, Hilfe, er macht meine Freunde kaputt. Kann man den heilen? Kann ich dafür sorgen? Gibt es eine Art Krankenhaus? Du Scheiße. Was sind meine Soldaten? Los, ihr müsst was tun. Die fressen mir die Arbeiter weg. Wozu bezahle ich euch so viel Geld? Gibt's doch nicht. Das müssen wir nicht wegmachen. Das hier, komm. Priorität, Priorität, Priorität. Zweimal draufklicken, erhöhen wir die Priorität. Das ist noch im Bau. Oh Gott, das ist wieder so was Ekelhaftes. Schnell, Leute, ihr müsst mal ein bisschen was machen jetzt hier. Sammel ein, den Scheiß. Und dann kommt die nächste Nacht. Oh nein! Ein Soldat ist schon wieder hinüber. Das ist blöd. So, die Nacht. Alle müssen nach Hause. Oh, er lässt original seine Fracht fallen. Reicht das jetzt? Oder müssen wir nachbauen? Ah, wir können auch upgraden. Okay. Aber immens teuer. Die Dinger sind gut, die haben eine gute Reichweite und machen auch sehr viel Schaden. Sind gegen die einzelnen Dicken wahrscheinlich hier ganz gut. Kein Geld hier. Oh mein Gott. Sie kommen immer näher. Das ist gefährlich. Wir müssen aufrüsten. Ich brauche mehr Butler, glaube ich. Ich brauche mehr Leute. So wird das nichts. So. Großartig gemacht. Wir brauchen mehr Leute. Was? Wie? Was? Aber kann ich mir nicht leisten. So, dann bitte sofort weiter buddeln. Sofort weiter buddeln. Durchs Granit kommen sie ja nicht. Wo geht's denn überhaupt noch weiter? Wähle eine Technologie. Laserwachturm. Der wird jeden Morgen neu aufgeladen. Mörser. Oh, das gefällt mir. Kann ich mir gerade eh nicht leisten. Brauch mehr. Ich brauche einfach mehr Butler. Ich habe zu wenig Butler. Mal, da ist auch noch was Feines. Von alle mehr. Ich brauche mehr Schlepper, mehr Butler. Liegt zu viel rum. Guck mal hier, das muss weggetragen werden. Was jetzt? Ah, herrlich. So langsam kommen wir rein. Können wir uns was Neues leisten? Soldaten haben wir noch zwei, das ist okay. Dann gibt es noch einen neuen Butler. Dann müssen wir auch mal Fisch sparen. Was kostet denn hier so ein Mörser? 6 kostet der. Müssen wir aber sparen. Da, hier ist noch. Oh, hier ist neues. Mini-Automatik-Radar. Oh. Radar ist natürlich auch nicht schlecht. Automatikgeschütz. Für Gegner mit über 60 GP deutlich mehr Schaden zu. Am oberen Ende des Minenschachts. Das Minigun-Geschütz. Ja, Radar finde ich jetzt ganz nett, aber das kann ich jetzt gar nicht alles. Ja, tolle Wurst! Wo sind die Soldaten? Wieder jemanden verloren. So ein Quatsch. Die nagen hier alles an, die Leute. Was ist denn mit diesen Augen da? Die müssen wir
Produzieren die Augen neue Nester? Ich weiß es nicht genau. Vermutlich muss man die wegmachen. Weil die hier sonst ständig da so neue Viecher da... Oder? Doch, ja. Eine Technologie, Geschützbeschleuniger. Aller Geschütze. Oder, oh, den Granaten. Haben wir das nicht schon? Haben wir so... Haben wir... So. Jetzt haben wir 6 davon, das ist gut. Komm, jetzt können wir uns nämlich irgendwas leisten. Gesundheit ist höher, Geschwindigkeit ist... Geschwindigkeit ist sehr, sehr wichtig. Und... Abbautempo. Jawohl, jetzt geht's hier richtig... Jetzt geht's los. Ich habe wieder einen Minenarbeiter verloren. In meinem Sinne. Und einen Soldaten habe ich verloren. Jetzt habe ich... Oh shit, ich habe keinen Soldaten mehr. Fuck. Das könnte gerade ein Problem werden. Ich rufe alle zurück. Bevor ich den Rest auch noch verliere. Musste ich das die Nacht mal vorziehen jetzt. Kann ich mir alles nicht leisten. Keine Upgrades leistbar. Nope. Oh, noch so neue hier. Jetzt haben sie neue Freunde rekrutiert. Das wird jetzt gefährlich. Plup, plup, plup. Oh, hier. Die ganze Bande. Stürzt sich rapp hinab. Ich brauche neue Soldaten. Oh Gott, es wird immer enger, ne? Oh oh. Oh Gott. Ne, ich kann nichts machen. Wenn ich dope bin, bin ich dope. Aber die sind schön langsam, die Dicken. Oh, die schießen schon auf mich. Das muss verhindert werden. Ja, sehr gut. Den letzten Brain Bug kriegen wir auch noch weg. Also wir müssen ganz dringend jetzt in der nächsten Phase dafür sorgen, dass wir unsere Geschütze verbessern. So, hol mal jetzt bitte, hol mal den Kram. Wieso hat er da was gemacht? Das ist wirklich so ein bisschen wie bei Dome Keeper, oder? Also dieses Ressort ist gleich erschöpft. Und dann müssen wir vermutlich einfach nach oben kommen. Oder weiter, oh nee, oder tiefer gehen vermutlich, so rum. So, okay, hier sind noch Sachen. So. In jedem Fall müssen wir zusehen, dass wir die Geschütze verbessern. Was kostet mich so ein Mörser? Den will ich als nächstes. Noch 2 blaue. Sammel mal ein hier. Sammel mal ein. Ich glaube, jetzt war es das schon. Was ist denn das hier eigentlich? Mehr ist ja nicht mehr zu holen, glaube ich. Da müssen wir runter. Wissen wir, was hier noch ist? Was ist mit den Pflückern? 2 Pflücker nur. Jetzt haben wir 6. Jetzt kann ich mir den Mörser leisten. Ja. Yeah. Du hast nicht genug Kohle, um abwärts zu bohren. Halten Sie Enter gedrückt, um am nächsten Morgen mit dem Bohren zu beginnen. Nee, warte mal. Erstmal noch alles jetzt hier einsammeln. So, sammel ein, unser Gold oder was das ist. Und dann würden wir aufbrechen, dann haben wir, glaube ich, alles. Ja.
Ey, Jay, Komidoro und Geilmond. Vielen Dank für den Support. Jetzt können wir alle rein und... Und drillen. Drilling ist confirmed. Ja, alle rein. Ja. Alles klar. Kann ich hier irgendwas upgraden noch? Nope. Ah ja. Ich weiß mal die Nacht. So, was ist hier mit meinem Mortar? Was hat der? Oh ja. Oh ja, das sieht gut aus. Der wäre natürlich am besten weiter oben, ne? Wenn die noch alle dicht beieinander sind. Die fächern sich ja auch aufgrund unterschiedlicher Geschwindigkeiten auf. Also nächstes Mal machen wir den Mortar weit oben. Die Frage ist, ob dann diese Dinger hier bleiben und wenn wir dann weiter runter gehen, ob dann jedes Mal... ob dann einfach der Weg, den sie zurücklegen müssen, von den Viechern immer länger wird. Man kann es auch nicht beschleunigen. Ah ne, doch, warte, mit Q kann ich es beschleunigen. Da war doch was. So. Oh, da war noch ein Goldklumpen, den wir nicht mitgenommen haben. Identische Gebäude verbessern bestimmte Eigenschaften. Lord Pupsnase, vielen lieben Dank für den Support, Lord Pupsmann. Identische Gebäude verbessern bestimmte Eigenschaften ihrer Funktionen. Lies dir die Beschreibung der Gebäude durch. Auf der Plattform können bis zu 5 identische Gebäude sein. Ja, aber da habe ich ja gar keinen. Ich habe ja nur Platz für 6 Gebäude. Okay. So, jetzt erstmal hier runterbuddeln, bitte. Und was habe ich für Leute jetzt? Ja, das ist okay erstmal. Vielleicht müssen wir noch einen Abholer haben. Was können wir uns einfach nichts leisten? Nee, nichts können wir uns leisten. Also ich nehme mal an, wenn ich es richtig verstehe, ne, wir verbrauchen hier eine Kohle und kriegen dann halt entweder das oder das dafür. So, weiter bohren, weiter bohren. Oh ja, das sieht gut aus. Oh ja, fantastisch. Was? Ey, was schießt? Wow, was? Wie jetzt? No! Was ist das denn für ein ekelhafter Block? Schnell weg! Fuck! Okay, das war's. Ich habe einfach alle meine Leute verloren. Aber holla. Was mache ich denn jetzt? Das wusste ich ja nicht. Oh, es ist gemein. Da möchte ich protestieren. Das wusste ich nicht. Oh, hier ist... Oh Gott. Jetzt kommt auch noch der Wurm. Wegen eines so schäbigen Lava-Blocks. Oh, okay, die sind super schnell. Ich habe auch auf Q gestellt. Auf super Geschwindigkeit. Ich will auch eine normale Geschwindigkeit. Oh Mann. Okay. Scheiße. Die wollen meinen Kern zerstören. Oh Mann. Eieieiei. Wie viel Help hat der denn? Wo sehe ich das denn? Sie brechen durch! Nein, oh nein, sie brechen durch! Irgendwas verbessert. Noch 2 Brainflies. Nein, Falschmeldung, noch viel mehr. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Unangenehme Situation. Wir haben es geschafft, aber das hat gekostet. Was ist denn mit dieser Reparaturstation da? Ja, Mist. Was brauchen wir denn? Wir brauchen... Naja, jetzt haben wir wieder 3 Bohrer, aber wir brauchen noch einen. Keine Ahnung, ob wir die nächste Runde überhaupt überstehen können. Fünf. Vier.
2, 6, 3. Ja, wir müssen noch ein bisschen was machen. So, hier runter noch bitte. Ich kann ja auch noch welche nachbauen, aber das ist... Ich habe ja so wenig Platz hier auf der Plattform. Oh, das muss man mit Priorität. Das mache ich jetzt mal mit Priorität. Dass das Ding weg ist. Sehr gut. So. Da können wir wieder Eisen. Das kostet mich einen Bohrer. Kostet mich nur einen. Komm, das machen wir jetzt mal. Dass es hier mal schneller geht. Oh, das hat auch Priorität. Diese Ekelhaftigkeiten müssen wir zuerst wegmachen. Oh, geil. Ja, ja, ja. Wir können upgraden, glaube ich, gleich. Weg. Ja, das sieht gut aus. Was ist das, habe ich noch nicht gecheckt, was da so blau, dieses blaue Schild. Das ist bislang eine okay Runde. Jetzt muss es natürlich noch, das hat Priorität. Der Tag ist zu Ende, oh Gott. Okay, okay. Mach weg, mach weg. Also wenn ich das immer schaffe, die daran zu hindern, zu schlüpfen, brauche ich auch nicht so viele Soldaten. Rückzug! Rückzug, so, warte, 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 warte. Jetzt habe ich alles verbraucht hier. Ah, muss ja. Mist. Da kommen sie. Eieiei. Wir haben ein bisschen abgegradet, aber wird es reichen? Oh, sind das neue? Oh, sie stürzen sich herab auf meine Energiekuppel. Oh, es kommt immer mehr. Ja, bin ich kein Fan von. So, zurück an die Arbeit, zurück an die Arbeit. Dieses, ist das so ein Lava-Gelöt? Okay, haben wir. Hopp, hopp. Was müssen wir noch machen? Hier runter, da, das hat Priorität. So. Das war Priorität. Okay, okay, okay. So langsam kommen wir rein. So langsam kommen wir rein. Oh ja, sehr gut. Das hat Priorität. Sehr gut. Das hat Priorität. Oh, was jetzt? Giftkanone. Haben wir ja gar nicht. Raketen. Oh, geil. Und ein Spalter. Ne, sowas finde ich geil. Raketen. Brauchen wir vielleicht. Jede Art von Gegner. Ich muss das ja auch mal bauen können dann. Was bauen wir denn jetzt? Komm, wir bauen mal diese Raketen. So. Okay, es ist gleich wieder eine finstere Nacht. Was ist das? Alle nach Hause! Oh, das war knapp. So, warte.
Ach, ich kann eine neue Ebene bauen. Ja, geil. Das ist sehr, sehr wichtige Information. So, jetzt muss ich kurz mal gucken. Hier habe ich nur zwei. Ich kann hier leider auch nicht mehr Geschütze bauen. Deswegen, das hat eigentlich Priorität im Upgrade, damit ich die linke Seite... Ja, okay. Guck mal, der schießt jetzt die Raketen ab. Das ist super. Los, Zerspratzung aktiviert! Werden wir es nochmal schaffen. Wir haben einiges investiert in die Verteidigungsmaßnahmen. Oh, oh, oh. Ja, 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 ja. Das sieht gut aus. Das schaffen wir. Eine weitere Nacht. Überstanden. So, 4 Öcken kostet mich das. Oh, was haben wir jetzt? Giftkanone, Lasergeschoss. Oh, feuert nachts regelmäßig Kugeln ab. Ja, das ist natürlich auch nicht schlecht. Wir haben begrenzte Plätze offensichtlich. Ich mag den Radius, den das hat. Mal gucken, ob ich das noch bauen kann. Oh, oh, oh. Warte, das hier nicht. Ich sehe gerade, da ist der Auslöser, das heißt... So rum muss ich es machen. Bitte nicht da drunter stellen. Bitte nicht da drunter stellen. Ja, mach's kaputt. Nicht da drunter stellen. Ihr müsst, braucht ihr nicht mega dumm sein jetzt. Dankeschön. So. Jetzt habe ich meine Soldaten. Mach platt. Ich habe nur noch einen Sammler. Ein Wunder, dass das hier so lange dauert. Okay, ich kann wieder nachkaufen. Oh, Ekelhaftigkeiten. Haben wir was zerstört? Mein Bohrer zerstört! Oh oh. Okay, dann. Okay. So. Warte mal, jetzt habe ich, wie viele Ecken habe ich da? Was kostet mich die Plattform? Ah, jetzt habe ich schon den Auftrag gegeben. Da wollte ich jetzt nochmal so ein MG, wo habe ich es denn? Ne, das wäre auch nicht schlecht. Habe ich nicht, was, für was habe ich mich gerade entschieden? Für das Ding, ah okay, es 5 Ecken kostet das. Die Raketen sind schon nice. Verspratzung aktiviert. Na, wir lassen es auf schnell. Oh, oh, oh. Jede Welle ist natürlich stärker als die zuvor. Kommen natürlich dann immer näher ran. Ich wusste auch nicht, dass ich hier so wenig Geschütze bauen darf. Ich hatte gedacht, ich darf die Wände richtig zukleistern. Ah, das hat gut geklappt. Dann bitte weiter bohren. Da in die Richtung und vielleicht in die Richtung, keine Ahnung. Oder in diese Richtung. In den nicht. Dann bohrt mal fleißig. Mal gucken. Oh, da ist was. Sehr gut. Da muss noch mehr drin sein. Da ist ein Goldklumpen. Oh, der ist hier eingesperrt. Scheiße. Oh, scheiße. Fuck. Aber holla, die müsst ihr ihm helfen. Der wird verschüttet da gleich. Geschützbooster. Lässt seine Geschütze vorübergehend um 33% schneller feuern. Eine Bar. Und ein Schocker. Ja.
Jedes Gebäude dieser Art erhöht die Dauer um 20%. Finde ich ganz gut. So, bitte helfen Sie diesem armen Mann. So. Das brauchen wir nicht. Ah, da, nice. Sehr gut, da haben wir auch noch Ressourcen. Da ist noch eine Ressource. 6 Eisen. Was? Wir rekrutieren nochmal einen Bohrer. Oh ja, sehr gut. Oh Gott, gleich kommt wieder was Böses. Da müssen wir schnell abziehen. Oh, Wurmkopf! So, jetzt lass ich mal gucken. Da kommen sie schon. Was könnte ich? Ich könnte doch jetzt hier oben. Geschützbooster bauen. Und. Ah, die Raketen kann ich mir nicht mehr leisten. Nee, okay. So, wie lange geht das jetzt? Warte. Was ist das? Ihr seht das gerade gar nicht, ne? Weil ich so ein bisschen. So, warte. Da habe ich. Das Ding. Warten wir erstmal, bis die in Reichweite kommen, alle. Was ist das überhaupt? Hallo, ich check's grad nicht. Warte mal. Ah ne, jetzt check ich's erst. Okay, ich muss auf die Kanonen gehen, nicht auf die Gegner. Ja, okay. Jetzt habe ich's verstanden. Super. Weiter geht's. Wir haben viel zu tun. Hier ist richtig schön noch was zu finden. Das sieht doch gut aus. Hier können wir nochmal runterschauen. Oh, das hat Priorität. Der macht uns sonst Ekelhaftigkeiten rein. Oh, oh, oh. Das hat Priorität. Dass hier der Lavastrom weg ist. Und danke. Oh, ja, schöne Sachen. Großartig, großartig. Hm. Nice. Oh. Schwächen des Lasers. Sprenger. Nee, das ist ja doof. Das ist eine Einmaligkeit, um an sich zu retten. Nehmen wir das. Wir wollen ja gar nicht in die Situation kommen, so ein Suizidalgebäude zu benötigen. Oh shit. Jetzt könnte der Wurm jederzeit kommen. Jetzt haben wir einen Arbeiter verloren. Den bestellen wir schon mal nach. Ah, okay. Warte. Die Sachen sind hoffentlich noch gleich da, oder? Alles andere würde mich schocken. So, wir bauen mal eine zweite Raketenwacht. Das soll hier richtig spratzen und... Warte. Jetzt. Cooldown, deswegen müssen wir das immer strategisch klug einsetzen. Ich nehme natürlich immer die rechte Seite, weil ich da 3 Geschütze habe und hier nur 2. Nice, okay. Ja, dann weiter. Bitte. Brauchen wir ein paar Sammler noch. Nur einen Sammler gehabt. Jo, dann machen wir. Was haben wir hier noch zu finden? Warte mal, das fällt hier aber nicht runter dann, oder? Nee.
Okay, wir müssen einfach ein bisschen weiter suchen noch. Ist schon Level Ende. Yes, nice. Da ist noch ein bisschen was. Läuft, 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 läuft. Oh, da müssen wir aufpassen, dass da Prioritäten sind, die eingeschlossen hier. Oh, fuck. Das sollten wir auch dringend wegmachen. Das ist hier super gefährlich. Oh, Wurm kommt gleich. Aber wir holen schon mal. Ja. Der Wurm kommt. Oh, er läuft schon. Scheiße. Okay, warte, warte, warte. Wir können jetzt aber. Oh, das wird ja immer teurer. Ja. Komm, wir machen mal den Mortar auf volle Stärke. So. Boah, das sieht nice aus, wie die Raketen nach oben spratzen. Bam. Ja, das ist befriedigend. Das wollen wir genau sehen, die Zerspratzung. Aha. Los. Eine Stufe können wir noch nach unten. Und dann müssen wir wahrscheinlich wieder auftauchen. Ich weiß es nicht. Okay, die Raketen treffen einfach nicht. Okay, jetzt. So. Das müssen wir weitermachen. Jungs, ihr habt zu tun. Was, warum macht ihr nichts? Ihr habt alle zu tun. Bitte arbeiten Sie. Jo. Das erstmal das hässliche Auge wegmachen. Bevor der Gegner spawnt. Danke. Und viel mehr gibt es jetzt hier vielleicht auch gar nicht. Ich stelle nochmal einen Roller ein. Was ist mit ihm? Oh, da ist noch was. Nice. Und da auch. Geil. Da auch. Das ist sehr großartig. Ich glaube, wir müssen bald schon wieder eine Stufe runter. So, warte, warte, ich sammle die nochmal ein. Warum geht der denn so einen weiten Umweg? So, Gift, Minigun, Geschütze, Schutz. Minigun. Giftkanone. Ja, das, ich weiß nicht, können wir uns alles mal aussuchen. So, nach oben. Warte, warte, warte. Ja, jetzt noch fallen gelassen. Warum? Okay, was kann ich jetzt noch? Ich habe nur 9. Was kostet mich so eine Raketenbatterie? Was ist denn mit dem? Wo sind die Sachen, die ich hier eingesammelt habe? So, mal gucken. Ist das MG? Woran sehe ich das? Ich will mal bitte sehen, was das ist. Sind die drei MGs? Ne, warte mal. Das ist ein Mortar. Die beiden sind MGs, aber was ist das für eine Kategorie? Ich möchte bitte... Ah, ich kann es auch abreißen und was Besseres ransetzen. Ah ja. Oh! Ah! Haha! Hahaha, ha, das ist ja... noch sehr viel besser. Ah, ha, ha, ha. Nice. Jetzt reden wir. Im Grund des Schachts, ja, okay, das ist natürlich Lasergeschütz.
Ich glaube, hier ist nochmal Mörserzeit tatsächlich. Okay, genau, die beiden sind MG, ja, das ist gut. So, jetzt reden wir. Das kostet mich 5, der Mörser kostet 6. Ja, also direkt zu Beginn den Mörser haben hier ist einfach sehr wichtig. Habe ich noch 3 Mark übrig? Da frage ich mich doch, kann ich hier... Nee, das ist alles zu teuer. Ah, kann ich auch nicht upgraden, schade. Aber der ist natürlich direkt, wenn die Gegnergruppen hier so sind, ist der natürlich super. Dann würde ich jetzt hier gleich versuchen, so einen Schutz, so einen Aufhaltestrahl zu machen, dass die beiden Mörser richtig in die Gruppen reinballern können. Oh, herrliches Gewitter. Das gefällt mir. Relativ wenige Upgrades bislang erforscht. Schaden der Wachen, ja. Das hier ist wahrscheinlich auch alles sehr sinnvoll. Gut. Dann wieder runter, sammeln sie ein. Ich glaube, jetzt hier ist tatsächlich nichts mehr. Was mich begeistert. Das heißt, wir können am nächsten Morgen eigentlich wieder los. Keine Ahnung. Hier wird auch Sense sein. Also ich glaube, hier ist nichts mehr. Wir können das jetzt hier nochmal wegbohren, aber... Ich glaube nicht. Hier noch was ist. Oder bisschen was. Naja. Aber nicht mehr so schrecklich viel, ja. Das Ende. Da ist noch was. Und hier unten vielleicht, keine Ahnung. Der kann den einsammeln. Und dann können wir am nächsten Morgen eigentlich hoch. So. Ja. Das wird auch nichts mehr sein. Das ist nur dieses Das hatten wir alles schon. Okay. Dann müssen wir in der nächsten Runde einen nach oben. Warte mal. Kann ich nicht jetzt. Ich brauche noch einen Kohle. Oder wie? Aber wenn ich das mache. Ach Mist, ich brauche nur einen Kohle, sonst komme ich nicht mehr runter. Oh no. Ja, okay, das ist jetzt ein bisschen tricky. Mal gucken, wie das jetzt funktioniert. Ah ja, und mein Geschützdings hier habe ich ja noch. So, wie arbeitet der denn jetzt? Macht er überhaupt irgendwas? Nächste Runde erst oder was? Hätte ich früher bauen müssen, ne? Hilfe, Hilfe! Na, die alle schon ein bisschen kaputt. Der macht hier gute Arbeit. Aber das wird schwierig werden! Oh oh! Oh oh oh. Oh oh oh. Oh oh oh. Lass mich in Ruhe. Elendige Brut. Elends Brut. Ja, das schaffen wir jetzt auch noch. Ah, ja, ja. Einfach fantastisch. So, jetzt habe ich ein massives Problem. Ich muss noch Kohle finden einmal, sonst komme ich nicht runter. Ich brauche hier eine Kohle mehr. Und ich weiß nicht, ob ich überhaupt eine finden kann. Wenn ich jetzt hier mache, dann brauche ich die Kohle. Ich muss ja noch eine Etage runterkommen.
Kohle, ich brauche Kohle. Ein Kohlebrocken noch. Ah, da ist noch was. Da ist nichts mehr. So. Ja, toll. Ich glaube, ich weiß nicht, war es das jetzt? Eine Chance, irgendwas zu erreichen? Keine Ahnung. Achso, die müssen ja erstmal rauskommen. Lol. Ich weiß nicht. Kohle, Kohle, gib mir das. So wird das alles nichts. Oh nein, ist schon der Tag. Radar, ja. Oh, warte mal, ist das Kohle? Nee. Ja, das ist auch blöd. Oh, okay, erstmal. Oh, oh. So, was ist hier mit dem Strahl. Ja. Genau so, da kommen die Raketen an. Und der Mörser mörsert. Kann ich mir aber das Upgrade nicht leisten. Jetzt sind die schon mal ein bisschen geschwächt. Aber was passiert denn, wenn ich jetzt kein Kohlestück mehr finde? Mein Kern hat auch nicht mehr so viel zu bieten. Also, das Radar kostet mich 3 Öcken, ich habe gar nichts mehr. Ja, ich check's gerade nicht. Ist jetzt vorbei für mich? Habe ich jetzt für immer verloren? Ich komme ja nicht nirgendwo mehr hin. Hier war ich noch nicht. Das ist hier in die Bereiche, in die ich noch nicht war. Da ist vorbei. Da ist nichts mehr. Das ist sehr schade. Gibt es eine Chance, Kohle anderweitig zu kriegen? Ich bin ja komplett aufgeschmissen. Ja, blöd. Kann ich aufsteigen? Nach Hause zurück? Die Runde beenden. Da ist noch was. Aber ist das Kohle? Mal hier, hol mal. Trag's nach Hause, bitte. Das ist nämlich Kohle. Ich musste jetzt bis zum letzten Moment warten. Sehr gut. Das war wichtig. So, jetzt müssen wir erstmal überhaupt noch überleben hier. Das ist nochmal eine andere Herausforderung. Die Spratzung ist okay, aber es kommen noch viel mehr. Reparaturstation wäre auch eine gute Idee. Klumpenrad, vielen lieben Dank, Klumpenrad. Verbrauchen Kohle, verbrauchen gar keine Kohle. Ich muss dann. Ah, okay, pass auf. Wenn du die Zieltiefe erreicht hast, kannst du den Kern starten und mit der Evakuierung beginnen. Du kannst weiter bohren, um mehr permanente Ressourcen zu sammeln. Die Evakuierung ist weiterhin möglich, aber nicht nachts. Wenn der Kern vor der Evakuierung explodiert, gilt der Auftrag trotzdem als erfüllt, aber du erhältst die im Spiel gewonnenen Ressourcen nicht. Ja, können wir ja eigentlich speichern. Das habe ich mir gedacht, dass das nicht geht. Ja, okay, das heißt, warte mal. Ich bin noch nicht fertig. Ich will noch anderes. Ich will noch viel mehr erreichen in meinem Leben. So,
Also, kostet mich auch nichts, ne? Muss evakuieren. Ich will noch ein bisschen was haben. Ich kann mir schon vorstellen, dass das jetzt noch sehr viel schwieriger wird. Aber ich bin halt gierig, ne? Oh, Spalter, Granatwerfer, Energiebeschleuniger. Spalter. Let's go, Leute. Sammelt, sammelt fleißig. Oh, das hat Priorität. Das hat auch Priorität. Okay. Oh, wo sind meine Soldaten? Tut was. Ey, die sind, machen meine Leute kaputt. Okay. Vier, warte. Was kostet denn eine Eisenfabrik? Das ist nämlich, das habe ich jetzt gecheckt. Ich habe tatsächlich eine Zeit lang einfach irgendwann abgespeichert, dass es Kohle verbraucht, Eisen in der Eisenfabrik herzustellen. Aber ich konnte eben, aber das stimmt wahrscheinlich gar nicht. Ich habe das einfach so abgespeichert. Aber das ist dann doch nicht so. Das war eine Lernrunde, ja, ja, das war natürlich eine Lernrunde. Das ist doch klar. Oh, weg! So, erstmal das weg da, das ist gefährlich. Das hat auch Priorität. Ja, das ist hier wichtig, Glubschmann. Glubschmann, Glubschmann. So, weil ich wollte natürlich jetzt hier eigentlich noch eine zweite... die ist ja super wertvoll, diese Eisenfabrik. Auch wenn nicht natürlich jetzt. Ich hätte es früher machen müssen, ist klar. Nächstes Mal machen wir es früher. Der ist auch gleich tot hier. War das schon die wilde Nacht? So, alle nach Hause. Jetzt müssen wir mal kurz gucken. Habt ihr noch irgendwas? Wir haben 3. Kann auch nichts mehr jetzt. Ich habe 14 von diesem Zeug. Mal gucken, ob das jetzt vielleicht knapp wird. Also unser Kern hat schon einiges an Schaden genommen. Die Raketen treffen teilweise gar nicht. Das ist einfach so Streumunition. Oh, ich hoffe, ich bereue es nicht, dass wir nicht aufgestiegen sind, aber ich bin halt einfach gierig. Möglicherweise sterben wir jetzt. Hoffentlich nicht! Hoffentlich nicht. Sechs. Oh, 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 oh! Eine sogenannte knappe Kiste. Sechs. Können wir uns nichts leisten? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Der Kern nimmt Schaden, Leute. Und zwar gewaltig. Und die hören einfach nicht auf, da die Viecher. Aber wir haben es geschafft. Okay. Also,
Wir können jetzt einfach sagen, wir hauen ab. Das war eine Lernrunde. Vielleicht sollten wir jetzt einmal G drücken. Jetzt weiß ich ja, wie das geht. So ein Reinkommer. Ist unerfolgreich. Wir kriegen richtig XPs. Ich glaube, wir sind erfolgreich gewesen. Das macht Laune. Upgrades? Ah. Ja, das ist wirklich wie so ein bisschen Deep Rock Galactic Survivor Nachtwache. Ah, okay, das kann ich mir jetzt leisten. Die feuern dann mit. Das ist das Erste, was ich mir kaufen kann. Da kann man sich dann... Ah ja. Muss ich das nehmen oder kann ich auch irgendwo in der Mitte anfangen? Nee, ich muss da loslegen. Naja, komm, wir kaufen das mal. Wie viel habe ich denn noch? Wie viele Ecken? 53. Das können wir uns auch noch leisten. Träger-Prioritätsprotokoll. Lässt dich die Erzpriorität für Träger ändern. Ah. Ja, sinnvoll sicherlich, aber was ist denn hier mit den anderen schönen Sachen? Die kann ich mir erstmal noch nicht leisten. So. Haben wir gut gemacht, oder? Haben wir gut gemacht. Mit jeder Ebene gibt es 5 neue Geschützplätze. Ja, das habe ich jetzt auch gecheckt. Glaube ich, dass ich das gecheckt habe. Bin ich 100%ig sicher. Aber ich muss sagen, das macht Bock. Das macht Laune. Wie gesagt, erinnert mich tatsächlich an diese Spiele der... Ich habe es 15 Mal gesagt. Domekeeper und so weiter. Irgendein anderes Spiel gibt es da noch. Deep Rock Galactic Survivor und so. Macht Laune. Ist schöner Stil. Hat eine gewisse Komplexität. Hohen Wiederspielwert. Wir sind nicht gestorben, wir haben das gut gemacht. Kann mir vorstellen, dass das nicht die letzte Runde war. Wenn ihr da Bock drauf habt, checkt das mal aus. Wenn ihr könnt, auf Steam, könnt ihr auch wishlisten. Und vielleicht könnt ihr euch da, ist ja noch nicht draußen, ne? Ihr könnt euch da bewerben für den Playtest. Würde ich vorschlagen, machen wir mal Pause an dieser Stelle. Wenn wir jetzt noch ein Spiel machen, wer weiß, wie lange das dauert. Weil wir sind ja einfach sehr gut. Und das würde ja vermutlich richtig, richtig lange dauern. Oder wollt ihr noch eine Runde? Wollt ihr noch eine schnelle Runde? Eine geht noch! Na gut, eine schnelle machen wir noch. Kerningenieur. In Vollversion verfügbar? Ist noch gesperrt. Nee, ist nicht gesperrt. Ah, guck mal hier. Zieltiefe 4x50. Wir probieren es mal. Ist wahrscheinlich einfach viel zu schwierig für uns. Vielleicht brauchen wir da einfach auch noch ein bisschen Stärkung von unseren leckeren Dingern hier. Come on, let's go. Das macht Spaß. Mir gefällt das. So. Let's go. Dann brauchen wir auf jeden Fall erstmal Unterkünfte. Ist ja klar. Und noch ein Boarboy. Dann brauchen wir auf jeden Fall eine Eisenfabrik.
Und dann rein da. Und komm, wir pumpen erstmal hier Bauernleute. Okay. Sieht gut aus. Wir haben jetzt ja auch gelernt, bilde ich mir ein, wie man so ein paar Gefahren präventiv schon vermeiden kann. Zum Beispiel hier, indem wir da eine kleine Prio raufsetzen. Ja, das machen wir. Sehr gut. Weiter geht's, weiter geht's. Ja, sieht gut aus, sieht gut aus, sieht gut aus. Oh oh, Tag ist vorbei, gleich kommt der böse Fuchs. So. Jetzt habe ich natürlich ein massives Problem. Ich habe überhaupt nichts gebaut. Was ein bisschen blöd ist. Und die ersten sind ja umsonst. Wieso habe ich die jetzt... Gott, hoffentlich sind die instant einsatzbereit. Das war's schon. Das ist gut, das ist gut, das ist gut. Ich würde gerne noch eine zweite Eisenfabrik. Die scheinen mir sehr wertvoll zu sein. Oh. Und einen zweiten Schlepper. Brauchen wir auch noch. So. Oh ja, herrlich. Wo kommt der denn her? Ist ja völlig lächerlich. Aber wir sind schon voll. Ja, ich könnte die Prio einstellen. Okay, das muss jetzt... Oh, der macht hier... Igitt. Habt ihr das gesehen? So funktioniert das jetzt also. Verstehe. So, und dann machen wir noch eine Eisenfabrik. Je länger ich die habe, desto besser. Also wenn ich die am Anfang des Spiels baue, ist das, glaube ich, das Beste. So, bauen wir den weg. Oh, wir müssen hoch. So, was haben wir? 9, okay, kann mich gerade nicht mehr leisten. Da kommen sie alle! Eieiei. Fragen Sie mal, wann fängt man an, das Geld... Also wie lange baue ich diese Dinger hier? Weil ich weiß auch nicht, wie hoch die Beschleunigung ist mit jedem neuen Teil. Aber das lohnt sich ja. Also je früher ich das mache, desto länger profitiere ich davon. So, okay. Genau, erstmal dieses hässliche Gesicht da wegmachen. Oh, Granatwerfer. Minenwerfer.
jetzt erstmal gar nicht schlecht aus. So, 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 so. Müssen wir noch bauen. Buddeln. Okay, 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 okay. Oh, der hat Priorität, das blöde Auge. Oh Mist, er ist entschlüpft. So, ich baue noch einen Sammler. Kann ich mir nicht leisten, weil ich voll bin. Dann bauen wir noch ein Haus. Da. Oh nein, 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 nein. Blöde Biene. Fuck. Oh, das war knapp. Oh, oh, der Raketenwerf. Warte mal. Lässt seine geschützte Raketen auf. Ja, das ist doch das Geile. Laserwachturm. Ja, nee, ich finde die Raketenwerfer war nicht schon nice. Mach kaputt, sehr gut. So, kommt nach oben. So, dann. Ah, jetzt brauche ich diese roten Dinger da. Mist. Ey, nichts zerstören. Nein! Okay, ich habe leider versäumt, den Rubin-Johnny zu bauen. Die kann ich noch gleich bauen. Vier Gold, habe ich so viel? Ja, der mega Riesenwurm. So, wir müssen aufpassen. Was ist mit meiner Raketensalve? Ballert die noch nicht? Erst morgen oder was? Forschungslabor muss ich vielleicht noch bauen. Oh ja, das war eine dumme Idee. Okay, das war knapp. Forschungslabor. Und jetzt können wir... Nehmen wir noch nicht. Was habe ich das letzte Mal gemacht, um diese Rotsteine da, diese Rotfabrik zu bauen? Da weiß ich gar nicht mehr. So. Buddeln, buddeln. Wir sind bald schon durch hier in diesem Areal, glaube ich. Oh, das hat Prio. Das auch. Das brauchen wir nicht. Das ist auch gut. Mal runter. So, mach das kaputt! Bevor der Ekelhaftigkeiten ausspuckt. Oh, es ist zu spät. Warum? Nein! Ja, das war jetzt echt... Komm, Leute, ihr, ich hab genug... Komm, macht das jetzt. Oh, die sind auch fast tot. Okay, also die geben mir Minenwerfer, Schocker oder Mini... Ach so. Das ist vielleicht gar nicht schlecht. Schocker. Sieben Sprengminen in Vorwärtsrichtung ab effektiven Grunde des Minenschachts. Minenwerfer. Kann ich mir nicht leisten. Was ist denn jetzt mit dem... Wie kriege ich denn jetzt diese Rotboys? Was muss ich dafür machen? Eisenfabrik? Warum kann ich die... Ich verstehe das nicht. Was habe ich denn das letzte Mal anders gemacht? Was habe ich das letzte Mal anders gemacht? Plus einen roten, ja, okay. Technologie. Da, das ist es. Das habe ich gebraucht. Da.
Alles klar. Sollen wir beschleunigen? Das immer im Auge haben. Ist gut. Was die hier die Produktion da, das versäume ich sonst. Das wäre natürlich sehr blöd. Okay. Geht schon wieder los. Dann sind wir nur 3. Ah ja, geil. So. Dann kann ich jetzt hier irgendwas upgraden. Noch ein MG-Geschütz kostet mich 4. Ich wollte ja eigentlich den Minenwerfer gleich bauen. Ich baue mal ein zweites MG-Geschütz für alle Fälle. Was macht das hier noch gleich? Raketen. Achso, ja, das waren die Raketen. Ah ja, okay, das, so funktioniert das mit den Raketen, alles klar. Verstehe. Gut, 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 gut. Dann bauen wir nochmal gleich ein zweites Swarm-Lift, glaube ich. So, da können wir priorisieren. Und dann sind wir wahrscheinlich hier auch bald durch, schon auf dieser Ebene. Oh, hier ist noch Action. Oh ja, hol mal alles hier raus. Ah, hier Augengesicht. Ah, mach das mal zuerst platt, bitte. Ah, das war so klar! Jetzt habe ich einen Arbeiter verloren. Mist, zwei davon verloren. Ah, das war unnötig. Oh, geil. Mist! So. Was kostet mich hier noch gleich dieser Minenwerfer? 5, also einen brauchen wir noch. Oh, oh. So, jetzt können wir hier den Minenwerfer bauen. Und die Johnnies müssen gleich wieder nach Hause. Das Auge noch? Ah, ne, komm nach Hause. Das war dumm, ich war zu gierig. Die Gier-Nils ist wieder unter uns. Ich habe 3 Sammler. So, was machen die Dinger jetzt hier? Okay, die fallen da rein. Aber nur hier in der Nähe, oder was? Die Seite ist immer deutlich besser. Mit den 3 Geschützen. Okay, dann können wir uns keinen neuen mehr leisten gerade. Nee, aber das hat keine Priorität. Das hier hat Priorität. Der spuckt, der hat nur eine zweite gebraucht eigentlich. Oh, Augen, Johnny. Yes. Hier sind noch ein paar Köstlichkeiten versteckt. Oh ja. Rasierte Wiesel. Und Arganesta. Drop Dead Steffi, vielen Dank. Los, weitermachen. Oh geil. Schocker. Ja, das finde ich gar nicht schlecht. Machen wir einfach mal. Was ist hier mit meinen? Naja, ist gut. Ja,
Jo, das ist gut. Müssen nur aufpassen, jetzt kommt der Wurm. Ich habe eben schon aus Ungeduld so viel verloren. So. Raketen kann ich lenken. Der erhöht die Geschwindigkeit meiner MGs. Habe ich ja mal in 4 Stück von. Das kostet mich 4. Ah, die machen aber nicht schrecklich viel Schaden, leider. Die sind nicht so gut, die Dinger. Okay, wieder runter. Und bop. Sammel, sammel. Beeilung. Oh ja, Lasergeschütz. Energie-Drohnenträger. Oh. Finde ich ganz gut. Hat das Ziel weniger als die Hälfte, fügt das Geschütz ihm im dreifachen Schaden zu. 20 Blöcke. Sie gerade nichts leisten. Jo, ich glaube, damit sind wir hier durch. So wie es aussieht. Da können wir noch bauen, höchstens. So, alles einsammeln und dann werden wir in der nächsten Runde. Können wir aber noch nicht. Fuck, wir brauchen noch Kohle. Da ist Kohle. Und dann haben wir hier nichts mehr. Heilert aus. So, vielleicht noch ein Upgrade. Kannst du? Feuerrate. Den hatten wir schon einmal upgraded. So, jetzt. Was wollte ich bauen? Ich hatte überlegt, hier. Oh. Drohnenträger, das ist aber der falsche Raketenwerfer. Erhöht den Schaden um 30%, ist natürlich nicht schlecht, aber die Abklingzeit müsste ich verringern können. Ich könnte einfach mega dreist sein und noch eine Eisenfabrik bauen. Aber ich würde gerne mehr Informationen dazu haben, wie sehr das die Abklingzeit verringert. Aber wenn ich eins baue, dann jetzt. Ich mach das einfach. Je mehr ich davon hab, desto krasser bin ich im Long Game. Oh, Radar ist bestimmt ganz geil. So, da wird noch eine Kohle hochgeschleppt. Und dann können wir im nächsten. Wenn das oben ist, können wir gleich sagen, nächste Runde wollen wir einen tiefer. So, Enter. Und ja, mehr können wir nicht machen, dann. So, jetzt müssen wir das hier noch überleben. Das wäre natürlich sehr gut. Was sagst du, wann hat das Kohlesuchen ein Ende? Was sagst du, Creep Jens? Creep Jens? Achso, warte, eins. Hier, eins. Das müsste ich auch nochmal hier ein paar Upgrades machen. Oh, 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 oh. Ja, das schaffen wir. Ein guter Dinge. Ja. Ach, mit dem Radar. Ja, ja. Das machen wir als nächstes. So.
Wie viel? Wir haben 3 Arbeiter. Ich mache mal noch einen Bohrer dazu. Und Radar kostet mich 3. Das haben wir doch gleich. Oh, das geht schön schnell jetzt. Das hat Priorität. Na gut. So, jetzt können wir das Radar bauen. Tasten für Tagesfähigkeiten, sie funktionieren nur am Tag. Drücken Sie und drücken Sie. Okay. Oh, 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 geil! Aber ich sehe das nur einmal, oder was? Nein, nicht zerstören! Warte, nein, 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 nein! Fuck, ich habe keine Soldaten mehr. Oh, Minigun ist nicht schlecht. Das ist ja Kategorie MG. Da haben wir ja auch so einen Verstärker schon. Das finde ich irgendwie ganz gut. So. Müssen wir mal ein bisschen aufpassen. Was haben wir denn? 5 Mark. So, wir können. Warte mal. Mist, das kostet 6. Wir haben nur 5. Raketengeschütz. Granatwerfer. Ja, Granatwerfer bin ich immer Fan von. Das ist ja gerade ganz oben, wenn da so viele. Wenn wir hier diesen Laser machen, dann hier 2 Granatwerfer. Okay, okay, let's go, let's go. Ja, die Raketen sind nicht so krass. Oh Mann. Ich nehme Schaden. Hilfe, Hilfe. Du Scheiße. Oh Gott, das geht gerade richtig auf den Kern. Ich glaube, wir müssen mal so ein Reparaturding bauen. Habe ich sowas überhaupt? Nö. Hab ich nicht. Ja, die kam schon leider sehr dicht dran. Das hat mir nicht gut gefallen. So. Okay, Leute, Bord, Bord, so schnell ihr könnt. Ist hier so ein Lava-Johnny? Ja. Oh no. Ah, shit. Hier aufgepasst. Der geht nach unten, das ist gut. Oder? Warte mal, der geht nur nach unten, oder? Ja. Was ist denn hier los? Was macht der denn? Das ist mein Soldat hinüber. War nicht so geplant. Was haben wir dazu gewonnen? Okay. Mach das Schild kaputt. Ja, alle nach oben. So, pass auf. Wir haben jetzt 6. Hier kommt noch der zweite Granatwerfer rein. Weil hier sind die alle noch
zu Beginn so geknäuelt. Durch das unterschiedliche Tempo sacken die schneller oder langsamer ab und dann teilen sie auf. Deswegen finde ich es ganz gut, wenn die am Anfang hier sind. Auch wenn man natürlich argumentieren könnte, dass weiter oben so Lasersachen mit langen, mit großer Reichweite auch nicht verkehrt wären. Weil die natürlich irgendwann hier weiter unten nicht mehr wirklich was anrichten können. Scheiße, was ist da los? Oh oh. Das ist viel Geld. Okay. Dann. Radar. Ach, jetzt habe ich die Fähigkeiten gar nicht benutzt. Ah. Was ist das denn? Mörser, Drohnenstation, Giftkanone. So. Das fehlt mir. Okay, wir müssen einen Sammler einsetzen. Reparaturstation, das ohne mit der Wimper zu zocken. Kostet mich das 6. Ah. Oh no! Fuck! Fuck! Hallo? Nein, die kommen nicht zurück! Der ist des Todes. Oh fuck, 2 Stück, das. Oh nein. Oh, das ist jetzt. Fuck. Oh nein. Oh nein. Ich muss das Geld aufwenden für diese hier. Bringt mir nichts. Ach, shit. Das war grad bitter. Ja, das könnte jetzt ein Problem werden. Mist. Eieiei. Oioioioioi. Eventuell war das jetzt das Ende. Muss ich die teuer nachkaufen? Kann nichts aufrüsten. Ich krieg grad richtig Ärger. Musste die Nacht deswegen frühzeitig einbrechen lassen. Konnte nichts mehr ernten. Weil ich nicht gecheckt habe, dass die eingebaut waren. Das ist natürlich dann einfach ultra blöd. Mist. Oh, das, was ist denn hier los? Fuck. Das ist ein massives Problem. Brauch mehr Minenarbeiter. Was ist das für eine seltsame Map? Alles stürzt zusammen. Nicht cool, nicht cool. Scheiße. Mega dumm. Das gleiche Problem wie eben. Kacke, kacke. Er will alles zerstören, aber... Oh, da gibt mir 2 davon. Und da müssen wir Prio setzen. Los, hält mal mit. Kein Bock auf neue Gefahr. Zerschredderung muss aktiviert werden. Hat einfach nicht geklappt. Oh Gott, das wird wieder nichts werden hier. Doch, sehr schön. Was? Ah. Oh. Eieiei. So, macht mal hier hin, Leute. Dieses Lavagestein ist gefährlich, das schließt uns ein. Ich bin unzufrieden.
der Lavagestein-Situation. Kann ich mir noch einen erlauben hier? Ich gehe mal volles Risiko. Ich habe nur einen Soldaten, aber ich will mehr buddeln. Hier ist gefährlich hier. Ah, Tag ist gleich vorbei. Oh fuck. Die kommen sonst wieder nicht raus. Okay, so, wir haben jetzt 8. Was habe ich Neues? Mörser. Granatwerfer. Raketengeschütz. Ja, könnten wir machen. Nur noch 3. Hier wollte ich ja eigentlich. Ne, da wollte ich diese Laser, diese Barriere hinsetzen. Aber da habe ich ja noch gar nicht die nötige Technologie für. Können wir auch nicht upgraden. Können wir hier noch irgendwas upgraden? Das hier vielleicht. Nö. Die anderen glaube ich auch alle. Doch, den noch. Okay. Let's go. So. Schreddert sie alle weg. Oh, Leute. Wir sind schon zur 2/5 kaputt. Sehen wir hier oben links. Wir müssen ein bisschen was machen. Reparaturstation brauchen wir gleich. Sehr gut. Hier kommen wir überhaupt nicht mehr runter sonst. Fuck. Wie viele Sammler habe ich? Brauchen wir noch mehr von den Buddlern. Oh Mann. Mach das Auge kaputt, los. Oh Gott. Was ist mit ihm hier schon wieder? Warum kommt der? Was ist hier los? Kommt er nicht raus? Doch. Alle daran. Oh, warum denn? Ey, das ist ja das Mieseste. Ganz ohne Soldaten geht's auch nicht. Shit. Nein, warum denn? Okay, Unzufriedenheit macht sich breit. Ich habe nur noch 2 Arbeiter. Kommen sie. Er kann ja noch schießen. Oh Gott. Lass mich in Ruhe! Habe ich gesagt. Ja. Das ist der letzte. So. Jetzt mega. Ach du Kacke. Oh, das ist ja saublöd. Das ist ja saublöd. Ja, hier müssen wir hin, ne? Eieieiei. Los, Leute, come on. Das muss ich doch eigentlich gar nicht.
Oh no. Böses Auge. Ja gut. Da war auch noch irgendwas. Ich habe gerade gesehen. Da. So, da müssen wir nicht. So. Nein. Shit. Ne, den nicht, den hier. Oh Gott. Oh, oh, oh. Das haben wir 4, das reicht auch hin. Und vorne nicht! Wo sind die Sammler? Oh, oh Gott, das ist deutlich anspruchsvoller als die Runde davor. Ach, fuck. Ich hab gesagt, ihr sollt abhauen! Nein, sie können nicht abhauen! Fuck! Das ist der Tod von allem, was ich besitze. Ach du Scheiße. Oh, die haben es überlebt. Okay. Das ist ja fantastisch. Ja, mehr können wir da nicht. Eieiei. Das gerät so ein bisschen aus den Fugen gerade. Oh, oh, oh. Aber ich bleib dabei, diese Massenproduktion von diesen Eisenschmelzöfen, die ist schon sinnvoll. Weil die gibt uns ein sehr gutes Grundrauschen. Okay, jetzt hier wieder bitte weitermachen. Und wir müssen auch zusehen, dass wir hier das öffnen, damit das nicht direkt wieder zugeht. So, let's go. Wir müssen aufpassen. Warum? Achso, maximale Anzahl Befehle. Kann ich noch einen einstellen? Ja. So, let's go. Muss echt aufpassen, hier ist schon wieder zu. Oh Gott, ey. Ja. Das schwuppsiwupps bist du hier eingesperrt, ne? Machst du nichts. Nur immer aufpassen, immer wachsam sein. Ja, und auch noch so einer Hanselmann jetzt. Hör auf, meine Freunde zu vernichten! Mann! Augenboy. Das sind eher so Eier, ne? Nein, was ist jetzt schon wieder zu? Ach Gott, shit. Oh nein. Oh nein. So, jetzt habe ich 11. Komm mal, warte. Ach du Scheiße. Ei, ei, ei. Haben sie alle überlebt? Nicht alle, glaube ich. Oh, ho, ho, ho. Aha. Alles weg, alles weg. Die Zerspratzung. Oh Mann. Okay, sehr gut. We live in another night. Das ist einfach ultra nervig! Das müssen wir hier, die müssen wir direkt aufmachen hier. Sonst haben wir nachher wieder ein Problem. Ich mach das lieber jetzt auf.
so schnell zugehen kann. Mach jetzt hier richtig schön geilen Scheiß noch. Immer ein Auge drauf haben, das geht super schnell. Hab ich noch. Die Bohrer sind dadurch, dass ich so viele unnötige Bohrvorgänge initiieren muss, sind die Bohrer hier sehr wichtig. Weil ich ja ganz viele Sachen gar nicht mache, um an Diamanten zu kommen, sondern einfach nur, um nicht eingesperrt zu werden. Muss ich das hier ständig frei halten. Und das kostet mich so viel Bohraufträge, dass es gut ist, wenn ich viele davon habe. So, bitte nicht jetzt hier wieder irgendwas... Wenn es geht. Naja, es ist ganz schön knapp. Oh, ich habe welche verloren, glaube ich. Ja, ich weiß nicht genau. So, jetzt haben wir 9. Warte mal, der hier ist, glaube ich, ganz potent hier. Den machen wir jetzt mal und... Das ist auch nicht schlecht. Abbautempo. Geschwindigkeit der Arbeiter. Ja, das gönne ich mir jetzt mal. Uiuiui. Ist so eine Kost 7. Aber das Ding ist, glaube ich, ganz cool. Es hat auch eine sehr gute Reichweite. Wir fliegen hier schön in die Minen rein. Ja, wir kriegen schon Schaden. Wir müssen ein bisschen. Wir brauchen das Reparaturding. Okay, so. Wurmhaut ab, bitte weitermachen. Bitte weitermachen, bitte weitermachen. Und immer ein Auge drauf haben, dass es hier nicht zugebaut wird. Ja. Jo, schön offen lassen. Ist gut, ist gut, ist gut. Ja. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Shit! Das ist hier wichtig, dass wir das erstmal platt machen, sonst sehr gut, würden wir gleich... von diesem Magmastrahl. Oh, was ist das? Machen wir schnell kaputt. Sieht nicht gut aus. Oh. Priorität. Oh, die beiden müssen wir auch wegmachen. Oh, geil. Drohnenstation, Giftkanone, verlangsamen Laser. Ja, Drohnenstation finde ich ganz gut auch. Können wir schneller abbauen. Giftkanone. Ich würde gern natürlich noch... Ich hätte gern diese Raketen auch noch. Also die selbst schießenden Raketen. Muss ich dann aktiv wieder einen anklicken? Nee, das ist doch Quatsch. Nachtfähigkeit. Ach so. Das ist eine Nachtfähigkeit, ja. Das nehme ich dann gerne mit. Wie sieht es hier aus? Oh, wir müssen nach oben. Zu lang gewartet. Hoffentlich nicht. Boah, das war knapp. Okay. So, jetzt haben wir 13. Das ist jetzt schon mal nicht so schlecht. Dann lass uns doch mal gucken. Wir haben hier... Jetzt. Ja.
Ich mach das einfach mal. Ich hoffe mal, es passiert automatisch. Und das werde ich hier mal richtig geil auf. Drohnen. Kann ich jetzt... Na, wollte ich kann ein bisschen langsamer machen, dann sehe ich, was das bringt. Das kostet mich hier ein Upgrade. Nicht zerstören, das kostet ein Upgrade. 4. Muss ich es manuell? Das weiß ich nicht. So, zack. Ne, startet automatisch, glaube ich. Ja, das ist gut hier da. Oder sind die das? Sind die das? Ah, die schießen so ein bisschen. Ah, machen die viel Schaden oder ist das Quatsch? Ich wollte eigentlich auch eine Reparaturstation bauen, um ehrlich zu sein. Ich meine, die machen ein bisschen was, aber machen sie viel? Das war eigentlich ganz gut. Das war recht souverän. Ja, Mausrad kann man zoomen. Okay, jetzt müssen wir gucken, dass wir hier nicht zugebaut werden. Und hier weiterbauen, bitte. Das hat bitte hier wegzugehen. Hier komme ich nicht runter, leider. So, da können wir mal den öffnen, hier den Korridor. Die Wege ein bisschen kürzer. Oh, fuck. Schnell weg. Diese ah, nein, es war so un... Fuck. Hau mal ab jetzt. Mann, das kann nicht dein Ernst sein. Oh, das ist ja so scheiße. Ich habe wieder alles verloren. Fällt mir nicht. Fuck. Shit, 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 shit. So, dann bitte hier weitermachen. So, das hat Priorität. Ja, bitte abholen. Oh, gleich ist wieder finstere Nacht. Okay. Und nach oben. Okay, warte. Jetzt machen wir mal den hier. Der ist irgendwie auch ganz interessant. Drohnen und... Wop, wop, wop. Achso, den haben wir voll ausgebaut. Oh, warte, das können wir auch noch machen. Zerspratzung! Ja, ich mag die Zerspratzung. Sieht okay aus für den Moment. Mehr Drohnen, mehr Drohnen, mehr Drohnen. Da fliegen sie los. Sehr gut. Okay, wie viel Arbeit haben wir? 5 Arbeiter. Ich hole mal noch ein... Na, ich darf nichts mehr dazu holen. Wir haben nichts. Okay, dann let's go. Let's go, let's go. Warum dauert das so lange? Haben wir gesagt, wir wollten Upgrades? Ich glaube ja, können wir uns nicht leisten. So, Radar.
Okay, hier ist, da ist ja gar nichts mehr. Hier aber noch. Und immer aufpassen, dass hier nichts, ja, von wegen. Schön wegmachen. Danke. Wie komme ich, hier rauf? Nee, Mist. So. Ja, mach weg, ist gut. Ein Sammler habe ich nur. Das ist ein bisschen wenig. Ich benötige mehr Sammler. So, wir können jetzt auch noch hier was Geiles machen. Abbautempo, Gewehr-Upgrade. Da geht das Bohren schneller. Oh, warte, wo ist... Nee, warte, ist hier irgendwas wieder zu? Nee. Okay, hier ist auch noch Leckerli. Wir haben 5. Oh. Ah. So, okay. Alle zurück. Hoi, wir haben 6. Das reicht genau für das Upgrade dieser komischen Dinger da. Drohnen raus. Wegballern. Drohnen raus. Ja, wir halten uns jetzt seit ein paar Runden okay. Da kommen sie. Sehr gut. Doch, das ist in Ordnung. Das hier ist allerdings nicht in Ordnung. Ach, warum? Warum? So, da müssen wir aufpassen. Genau, ja, den auch bitte. Ich weiß nicht, kommen wir hier runter? Vielleicht. Die Wege ein bisschen kürzer. Wäre natürlich gut. Oh. Ohne MG. Schrotgeschütz. Nachtfähigkeit lässt deine Geschütze einem Kugelhagel entfesseln. Jedes Gebäude. Buh. Oh, da ist hier so ein Ekelauge. Ja, danke, das hat rechtzeitig geklappt. Oh, haben wir es hier? Ne, wir haben es leider nicht. Oh Gott, warte. Oh fuck. Oh fuck. Oh scheiße. Man weiß ja nicht, wo die kommen, ne? Okay, wir haben 9. Ah, lalalala, lass mich mal schauen. Ja. Was kostet mich das hier? 4 Gold. Und was ist denn, wenn ich jetzt... Ah, was? Das ist ja blöd. Ah, Mist, okay. Naja, dann mache ich ein Drohnengebäude noch. Okay. Wird natürlich jede Nacht schwieriger, aber bislang haben wir uns okay gehalten, aber es werden immer mehr.
Eieieiei. Drohnen raus. Na gut. Das war in Ordnung. So. Dann bitte hier weiter buddeln. Okay, den können wir doch weglassen. So, der muss weg. Was ist los? Warum arbeitet ihr nicht? Weil ich das priorisiert habe jetzt, oder was? Oh, scheiße. Los, los, Leute! Schneller! Mehr Labore bauen. Ja, komm. Versuchen hier die letzten Sachen natürlich noch hier rauszuschaufeln. Zwei Abroller haben wir nur. Oh, hier müssen wir wieder aufpassen. Es kostet natürlich irre viel Zeit, dass die jetzt alle abhauen. Aber ich kann nicht riskieren, dass wir hier zugebaut werden. Das geht leider nicht. Hier, der muss auch weg. Große Gefahr. So. Das war's schon fast, oder? Wenn ich das richtig sehe. So. Ah, knappe Kiste. 14 haben wir jetzt. Okay, okay, 14 ist gut. Ich wollte die ganze Zeit hier so ein... Aber machen wir jetzt nicht mehr. Wir machen stattdessen einen... Warte, Mörser, Minenwerfer hatten wir schon, Granatwerfer und Raketen. Oh, haben wir den... Haben wir das... Warte mal. Sehe ich noch irgendwo, was das ist? Welchen haben wir noch nicht? Das ist Raketenturm, oder? Dann haben wir doch noch den Minenwerfer, haben wir den Mörser. Den haben wir noch nicht, oder? Den Granatwerfer, ne? Wenn du die wachsenden Blöcke komplett entfernst, wachsen die nicht mehr nach. Das ist eine sehr gute Information. Sehr, sehr gut. Nightmare, haben wir schon Danke gesagt. Blauer Schakal. Welche habe ich noch nicht gebaut? Warte mal. Wieso steht das da nicht? Ich möchte bitte sofort eine Information zu diesem Turm. Ich kann das nämlich nicht erkennen. Ich will, also ich habe zwei von denen. Und das müsste der Raketenturm sein. Und hier habe ich, das ist dieser Minenwerfer. Also einen aus der Kategorie habe ich noch nicht. Dann müsste es doch der Mörser sein, den ich noch nicht habe. Okay, dann muss das der sein. Ich mach jetzt hier den Wasser hin. Ja. Der Mörser hat hier richtig geil. Achso, hier. Oh, und gehen raus. Darf man nicht vergessen. Kommen sie alle. Aber noch ist okay, noch halten wir einigermaßen. Geil. So, Wurmi ist weg. Ich glaube, hier kam ich nicht durch, oder? Nee, scheiße. Aber du sagst ja nicht die alle. Ich meine, jetzt ist eh zu spät. Aber dann sind das diese Dinger, die nachwachsen, ja? Die Frage ist, ob ich jetzt überhaupt noch bleiben soll, weil ich weiß gar nicht, ist hier noch so besonders viel? Ne. Gar nichts mehr.
können wir eigentlich nächste Runde dann auftauchen. Die hier bitte noch abholen und dann... Dann machen wir die nochmal schön weg. Ey. So, hol mal hier, beeil dich mal. Das sind die bösen Blöcke, das merke ich mir. So, noch zwei wieder einsammeln. Ich habe nur zwei Träger. Ist zu wenig. Aber solange die hier noch einsammeln, können wir ja getrost die unangenehmen Blöcke hier nochmal wegkloppen. Zwei fehlen noch. Ach, die kommen gerade gar nicht durch. Das ist natürlich saublöd. Scheiße. Fuck. Die kommen da gar nicht durch. Oh, hier wachsen sie auch wieder zu. Ja, ist hier noch einen weiteren Tag. Ach, weißt du was? Mir egal. Und der war noch nicht dahin? Wieso hat er den nicht abgeholt? Egal. Ich kann noch einen neuen bauen. Was bauen wir denn noch mal hier hin? Zweiten Mörser noch. Hier wird jetzt gemörsert. So. Und Drohnen raus. Das machen wir gut. Das machen wir ganz gut. Und Drohnen raus. Und ballern. Tschuk, tschuk, tschuk. Leute, das sieht gut aus. Sieht gut aus. Die habe ich jetzt verloren. Es ist, wie es ist. Oh, geil. Und jetzt wissen wir ja auch, dass... diese, welche Steine böse sind. Das ist immens hilfreich. Das war gerade mega nervig. Jetzt würde ich die natürlich sofort im Keim vernichten. Ja. Mal Radar zünden. Das hier bitte priorisieren. Ekelauge. Andere Ekelauge auch bitte kaputt machen. Danke. Okay. So. Jetzt können wir ja noch wieder neue Freunde bauen, oder? Ja. Was machen wir hier denn noch? Raketengeschütze? So. Und apropos Raketengeschütze. Und Drohnen raus. Ja, die kommen aber trotzdem nach unten hier. Was soll denn das? Gefällt mir aber nicht. Die sollen mal bleiben, wo der Pfeffer wächst.
Und raus. Ach du Scheiße, die hacken mich zusammen. Da bin ich aber nicht mehr zufrieden. Kacke. Oh no. Ah ja. Wir brauchen dringend eine Reparaturstation. Aber holla. Oh, die kostet 8 Öcken. Okay, So, was haben wir hier Feines? Radar. Oder was? Okay, ich baue mal noch schnell einen Bauer. Oh, alle auf. Was ist da los? Prioritäten setzen! Schnell! Alle darauf! No way! Why? Aber er verfolgt zum Glück den Typ. Ja, der ist tot. Scheiße. Ah, ne, da sind die Bösen. Die bösen Steine. Oh nein, warum? Mist. Unnötige. Bis der da ist. Ich muss das beenden, sonst tötet er die alle. Shit. Das könnte jetzt ein großes Problem sein. Vielleicht sterben wir jetzt. Scheiße. Bop. Oh Mann, Leute, das ist jetzt vielleicht ein bisschen blöd. Eieieiei. Ja, das ist doof. Wir haben eben schon Schaden genommen. Ich hoffe mal, dass... Und raus! Das wird eng! Und raus! Oh, oh, da sind sie schon da unten. Ah, fuck. Eieiei. Aber ist okay, ich glaube, wir schaffen's. Drohnen raus. Jawohl. Okay, wir haben es nochmal geschafft. Aber das war jetzt mega dumm. Weil wir was eine Runde verschenkt haben quasi. Jetzt muss ich erstmal die bösen Steine hier platt machen. Nicht, dass uns das gleiche passiert wie das letzte Mal. Warum komme ich da nicht ran? Doch, komm ich. So, bitte. Den hier, alle mit vereinten Kräften. Danke. Warum kann ich nicht genug mehr... Kann ich das nicht einsammeln, weil ich zu viel Gold habe? Oder was ist das Problem? So, ich kann ja noch... Also, wir noch mal einen zweiten... Das ist am wichtigsten und... Nein, das war so klar. Ey, WB! Hallo WB, schön, dass ihr da seid, Leute. Wir spielen ein sehr lustiges, kleines Spielchen heute. Und machen ein bisschen was anderes. Erinnert ein bisschen an Domekeeper oder an... Deep Rock Galactic Survivor. Wir haben hier so eine kleine Plattform. Hier, ich zeige euch das mal. Das hier ist unsere Plattform. Damit bohren wir uns so runter, müssen an den Seiten dann Geschütze bauen. Wir bohren uns immer weiter, müssen
Edelsteine sammeln, beziehungsweise Eisen und hier sind anderen Kram und Kohle. Und es gibt Tag- und Nachtphase, wir sind gerade in der Tagphase. In der Nachtphase kommen wirklich ekelhafte Insekten angeflogen, die müssen wir mit unseren Kanonen vernichten. Hier sehen wir den Lebensbalken unseres Kerns, das hier ist der Kern, der da. Und er ist kurz davor, zerstört zu werden, deswegen sind wir ein bisschen unter Druck gerade. Aber ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Das Spiel selbst heißt Drill Core und man kann sich zum Playtest anmelden auf Steam. Wir werden hier gerade von dieser, also es gibt in einigen von diesen Steinen, gibt es hier so ekelhafte, ihr seht, Fliegenkacke. Und die vernichten unsere Arbeiter. Jetzt habe ich nur noch einen, der hier bohren kann. Es gibt drei Arbeitertypen. Bergarbeiter, die bohren das Gefäß auf. Träger, die holen die Diamanten nach oben in die Base. Und die Wache passt auf, dass wir eben von diesen Flugviechern nicht platt gemacht werden. Und dann kann man eben hier so in verschiedenen Ebenen, ja, Gebäude bauen, die dann das Einkommen beschleunigen oder Verteidigungsmaßnahmen, irgendwas halt. Das ist ganz nice. Was gab's für euch denn, Feines? Du hast irgendwas gespielt, warte mal. Humankind oder sowas, ne? Glaube ich, gab's bei dir. Was habe ich denn jetzt schon wieder? Ich hab nicht genug Arbeiter. So kann ich ja nicht funktionieren. Old World, ach, Old World, ja. Ach, das hatte ich. Ah, okay, ich weiß, ja. So, jetzt könnte es sein, dass wir verlieren. Ohne Gewehr, aber könnte sein. Ja, ich brauche nochmal einen Raketenwerfer oder irgendwas. Ja. So. So, Drohnen, denn ich habe hier so ein paar Angriffe, die ich nachts nutzen kann. Und das wird verdammt schwierig jetzt. Kann man irgendwas upgraden? Ne, das nicht. Das ist durch. Vielleicht die können wir bestimmt upgraden noch, oder? Ja. Drohnen raus! Wir haben hier so kleine Drohnen, diese da, die helfen uns. Jetzt auch beschleunigen. Jetzt kommen sie schon verdammt nah nach unten. Ihr seht, das hier nimmt gleich unser Kern leider immensen Schaden. Battle, vielen lieben Dank! Hilfe! Ah, noch geht's. Noch halten wir uns gut. Drohnen raus. Und das dürfte es gewesen sein. Ja. Sehr gut. Eine weitere Nacht überstanden. So, jetzt müssen wir gucken. Wir haben 4 Johnnies. Ich hole nochmal schnell einen 5. dazu. Wir haben nur 3 Dreh. Das passt schon. Und jetzt leg mal los hier. Das Ding ist auf jeden Fall wichtig. Das muss weg. Wir auch ein bisschen beschleunigen. Wo haben wir hier? Jetzt haben wir mal ein Radar angemacht. So, das haben wir ein paar Ressourcen markiert. Was, warum geht das nicht? Oh, das ist, da müssen wir ganz schnell rein. Da kommen halt immer so Viecher. Wenn ich die nicht rechtzeitig zerbohre, dann spawnen da halt so Insekten und die können richtig nerven. Ein bisschen beschleunigen. Ja. Oh, das ist Lava. Das ist auch nicht ungefährlich. Ja, da, genau. Das war so ein fieses Insekt. Das haben wir jetzt einen Soldaten verloren. Den baue ich mal direkt nach. Weil ohne Soldaten bin ich komplett hilflos. Okay, das ist jetzt... Warte, alle mal da rein, bitte. Ja, uns hat nicht rechtzeitig geklappt. Jetzt ballert der mich komplett zum Mus. Ah, wir haben es gerade noch geschafft. So, und jetzt ist gleich der Tag vorbei. Oh, wir haben neue Technologien gefunden. Energiebeschleuniger.
Haben wir, glaube ich, gar nicht. Fällt regelmäßig auf Monster am Untergrund. Jedes Gebäude dieser Art reduziert die Abklingzeit. Ja, neu. Wir würfeln mal neu. Oh, oh, was ist das denn? Oh. Oh, explosiv. Das ist doch gar nicht schlecht. Da haben wir, glaube ich, ein paar von. Lässt sich den Nebel des Krieges lüften. Damit können wir ins Gestein schauen, aber wir haben ja schon eine Radarstation. Das finde ich ganz interessant. Hm. Haben wir nicht? Haben wir genug Geld? Warte. Wo ist es denn? Da. Ich glaube, wir haben sehr relativ viele Explosivdinger. So, das habe ich jetzt da oben gebaut. Müsste eigentlich ganz gut sein. Oh, da ist wieder so ein Kackviech. So, ich rufe jetzt alle Arbeiter nach Hause. Also die Nacht kommt jetzt eh. Und dann kann der mir nichts mehr Böses. Weil der ist richtig nervig. So, jetzt beginnt die nächste Nacht. Jetzt müssen wir echt aufpassen. Wir haben nur noch 3 davon. Können auch nichts upgraden. Einmal die Drohnen raus und können hier direkt mal reinfeuern. Aber eigentlich müssten die hier alle explosiv sein. Ja, deswegen ist es, glaube ich, ganz gut, dass wir jetzt dieses Upgrade haben. Ich hoffe, das bringt ein bisschen was. So, Raketen rein. Und Drohnen raus. Oh Gott, die kommen schon wieder ganz schön tief. Drohnen. Noch bin ich zuversichtlich. Bone. So, bop, bop, bop. Okay, super. Das klappt doch ganz gut. Dann. Warte mal, warte mal ganz kurz. Wenn ich das aufmache, kommt der in jedem Fall raus. Ich glaube, das darf ich einfach nicht aufmachen. Ich glaube, von alleine kommt der nämlich nicht. Hoffe ich mal. Was? Hä? Wieso war das so schnell weg? Oh, das ist jetzt... Das hat Prio, da kommt so ein Viech raus. Kaputt machen, dankeschön, sehr gut. Jo. Ja, aus irgendeinem Grund ist mein Radar nicht richtig. Oh, da müssen wir ran. Nein, warum? Oh, warte, ich habe ein. Scheiße. Aber jetzt zum Glück macht er den Fehler, weil er ein dummes Insekt ist. Oh Gott, das nächste Vieh. Ja, freundlicherweise. So, was haben wir jetzt? Wir haben... Ja, wir müssen einen Soldaten. Da unten brauchen wir auf jeden Fall einen. So, Radar. Geht's jetzt länger? Ah ja, danke schön. So, hier ist noch ein bisschen was Feines. Oh. Da ist wieder ein Ekelvieh. Sehr gut. Okay, der Wurm kommt. So, alle müssen zur Plattform. Wir haben jetzt 12 Öcken. Damit können wir ein bisschen was Feines machen. Wir haben hier noch... Ja, das ist alles explosiv. Die haben jetzt einen schönen Bonus. Wir können jetzt, glaube ich, auch noch ein zweites davon bauen. Ich meine, je mehr man hat, desto besser. Das könnte uns gut helfen. Jetzt haben wir noch 6. Was kostet so ein Stand? Ja, dann machen wir hier nochmal. Ja, zack. So. Und Drohnen raus und. Okay, dann beschleunigen wir das Ganze mal. Sieht gut aus. Drohnen raus.
Da kommen sie. Ja, die werden natürlich immer stärker, ne? Aber ich hoffe mir wirklich, dass diese Verstärkung der Explosion. Ja, ist alles Explosionskategorie und deswegen ist das hier schon ziemlich wichtig. So, wo geht's weiter? Da. Es fehlt mir eigentlich alles okay. Ich kann noch ich baue noch mal einen weiteren Graber. Zack. Oh, alle müssen dahin, bitte. Bitte alle schnell. Oh nein, der wird gleich schlüpfen. Ah, scheiße. Habe ich einen Polizisten? Ja. Aber das wird nichts werden, glaube ich. Oder? Ja, fuck. Scheiße. Fuck. Ah, der wird es auch nicht schaffen. Ich muss direkt einen zweiten, weiteren Polizisten einstellen. Der ist stärker als mein Polizist. Ja, alle abhauen, bitte. Ah, Mist. Da ist noch einer. Wo bleibt der Polizist? Da ist er. Bitte kümmern Sie sich sofort um dieses unerwünschte Tier. Oh Mann, hier wird noch eins kommen. Ich befürchte, das wird jetzt ein bisschen problematisch. Ja, der ist auch in Liebe. Ach, scheiße. Ich verliere meine Arbeit da. Fuck. Oh Mann, jetzt habe ich noch. Ah, Mist. Ah, okay. Das ist komplett Bullshit. Ah, jetzt habe ich die auch noch verloren. Meine ganzen Leute verloren. Ja, das habe ich nicht smart gemacht. Alle verloren. Das ist komplett blöd. Ja, jetzt nutzen wir natürlich die Zeit, so schnell es geht, und versuchen noch ein paar Leute zu produzieren. Der holt das Ding ab. Jetzt kommt eh die Nacht schon. So. Ach nee. Komm. Ach, jetzt hat er den nicht mehr mit nach oben geschleppt. Jetzt können wir nichts mehr Neues machen. Die Drohnen direkt einmal raus. Und hier, bam, bam, bam. Und beschleunigen wir. Der Kern heilt sich nicht. Doch, man kann eine... Also, er heilt sich nicht, nein, aber man kann so ein Gebäude bauen, was ihn heilt. Habe ich aber noch nicht gebaut. Ich weiß gar nicht, wie gut das ist. Da kommen sie angefahren. Aber also die letzten Runden waren alle okay. Das läuft eigentlich völlig in Ordnung gerade. So, was mich mehr ärgert, ist die Geschichte hier, dass wir gerade alle Leute verloren haben. Das war mehr als unnötig. Wir machen mal das Radar. Und sehen hier sehr viel geiler Scheiß. Oh, noch ein. Ah, ich habe nur einen Sammler. Oh, nee, jetzt nicht schon wieder, bitte. Oh nein, da ist das nächste. Also gibt hier wirklich viel von diesen Insektenaugen. Sehr nervig. So, das ist hier so ein Lava-Ding. Das müssen wir sehr dringend wegmachen. Und das ist noch viel wichtiger. Bitte machen Sie sofort das. Bitte alle das Auge machen! Oh nein. Alter, das ist ja völlig lächerlich. Jetzt gibt es schon wieder Ärger.
wir haben es geschafft. Das hätte ich immer... ist das was Gutes? Ja. Dann bauen wir nochmal schnell einen Sammler. Oh, warte, wir machen nochmal Radar. Gut. Oh no, 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 no. Oh no. Das wird Ärger geben. Wir machen es einfach so, wir hauen direkt ab. Dann zerspratzen die. Jetzt haben wir noch 7, jetzt können wir irgendwas hier mal verbessern. Den. Und dann let's go. Drohnen raus und Raketen. Tag 28, alter Schwede. Weiß nicht, wie lange wir noch kommen. Also wir müssen dringend die Reparaturstation bauen, aber ich habe natürlich immer wieder andere Sachen, die mich hier in Atem halten. Insbesondere diese Insekten da unten, die ständig wiederkommen. Die kommen! Aber das sieht auch wieder gut aus. Also die letzten Runden haben wir gut gemeistert. Jetzt müssen wir gucken, dass wir hier dringend weiterkommen. Also, da kommen wir so nicht hin. Warum? Das ist ja mega blöd. Okay, buddelt mal weiter hier. Oh ja, okay, das ist weg. Sehr schön. Nein, warum? Okay, die schützen uns. Sehr gut. Das habe ich nicht gesehen. So, Radar ist noch nicht wieder fertig. Oh. Da ist wieder so ein Ding aufgeploppt. Schnell alle hin. Scheiße, zu spät. Oh no, aber er wird zerspratzt, das ist gut. Oh fuck. Schaffen wir es? Nein, schon wieder nicht! Ah, Mist. So, wieder. Das sind richtig viele. Das ist natürlich. So, nimmt uns sehr in Anspruch hier. Oh ja, geil. Feinste Ressourcen. Nein, Raketenwurm kommt. So. Nächste Station. Wir haben jetzt 14. Heißt, wir können noch ein bisschen was upgraden hier. Ah, warte mal. Wollte ich nicht die Repair-Station bauen? Aber dafür müsste ich erstmal hier. Da. Reparaturstation. Geil. Mal gucken, ob das was bringt. Das wäre natürlich super, wenn wir jetzt auch noch mit jeder Runde wieder ein bisschen was herstellen könnten. Aber das wird natürlich immer schwieriger. Was kostet? Darf ich noch so ein bauen? Ja. Brauchen wir 6 Stück von. Ja, sie kommen näher. Ach du Scheiße, sie machen kaputt. Müssen aufpassen. Auch das haben wir wieder geschafft. Die Frage ist, repariert er jetzt was? Oh, das war ja überschaubar, oder wie? Ich glaube, dass das überschaubar war. Oh, let's go. Was sagt Rodor?
So, da kommen wir hin. Sexy Bunny 69. Vielen lieben Dank. Komm, wir machen mal ein bisschen schneller. Warte mal, ist das ein Bösewicht? Nee, oder warte mal, ist... Fuck, das ist ein Bösewicht. Auf keinen Fall diesen Bösewicht. Das würde ein Problem geben. Ja, hier geht's weiter. Sind die denn noch? Hier müssen ein paar Ressourcen, sind hier 100 pro noch. Wo sind sie versteckt? Da. Oh, geht schon wieder los. Die Nacht kommt. Sehr gut. Alle müssen nach oben. Leckere Diamanten. Oh, das war knapp. So, jetzt haben wir 15. Lass mich mal gucken, dass wir noch ein... Ja. Das ist sehr gut. Ich glaube, davon dürfen wir aber nur drei... Ich dachte, wir dürfen nur drei davon bauen. Aber vielleicht dürfen wir auch mehr davon bauen. Oh ja. Ja, geil. Jetzt haben wir 4 Stück. Jetzt muss er aber richtig abgehen. Das ist alles Explosionskategorie, was wir hier haben. Okay, das ist nice. Ich habe das Gefühl, wir sind unsterblich. Jetzt reparieren wir sogar unser Haus die ganze Zeit noch. Ja, die kommen gar nicht mehr richtig nach unten. Das ist ja der absolute Hammer. Haha, lol. Das ist ja das... Tja. Das ist ja Hammer. Okay. Dann lass uns noch mal gucken. Wo sind die? Oh, hier sind noch richtig feine Sachen versteckt. Die müssen wir ganz dringend wegmachen. Das sind richtig nervige Steine. Die breiten sich nämlich aus. Weg. Die sind richtig schäbig. Die ploppen nämlich auf, die kopieren sich und verstopfen die ganzen Gänge und dann stecken wir fest und solche Sachen. Sehr unangenehm. So, wir reparieren unser Gewölbe hier, das ist richtig gut. So, was sagt Radar? Sehr gut, hier runter sind noch Sachen. Ja, nice. Oh, schabababababab. Oh, jetzt haben wir ein Problem. Okay, so. Weil das Ding sprüht Lava. Und dann, was macht ihr? Oh, das war verdammt knapp. Boah. Den müssen wir in Ruhe lassen. Wir gehen mal nach Hause, bevor der Wurm kommt. Ah, da kommt schon der Wurm, das war ganz schön knapp. Eieiei, also jetzt haben wir wieder 14 Freunde. Jetzt... Ich frage mich, wie viele ich von diesen hier bauen kann. Was ist das, Kohle? Nee, das kostet... Links. Ich kann noch mehr davon bauen. Das ist ja unfassbar. Was soll mir denn noch passieren? Das ist ja einfach nur fantastisch. Ich glaube, wir haben eine Methode gefunden, unbesiegbar zu sein. Vielleicht auch nicht, vielleicht bin ich jetzt auch ein bisschen zu hochmütig. Ich weiß nämlich gar nicht genau, was die überhaupt bringen, also wie viel Prozent die das erhöhen.
Das kann ich leider nicht sagen. Okay, es, sagen wir ehrlich, es ist ziemlich geil. Ich pumpe die nur noch, da sind wir super safe. Okay, dann lass uns gucken, was sagt das Radar, darf ich noch nicht. Schleunigen. Was ist noch geiler Scheiß? Das dauert ganz schön lange, so ein Spiel, ne? Ist auch nicht unbedingt mit gerechnet. Was? Ne, den müssen wir nicht bauen. Mal da lang. Oh, warte. Okay, wir müssen erst. Ne. Fuck. Okay, das ist. Der ist nervig, ja? Warte, mal gucken, von welcher Seite wir uns annähern. Weg. Ja, sehr gut. Denn diese beiden roten Punkte geben Auskunft, wo das Lava, wo die Lava rauskommt. Und wenn wir uns von der falschen Seite nähern, dann kann das schon sein, dass wir zerspratzen. So, der Wurm kommt. Alle nach oben. So, heilen. Wir haben 14. Ich pumpe einfach noch mehr von denen. Ah, Max, Mist, darf ich nicht mehr. Schade. Was können wir noch bauen? Wir können Drohnen verbessern. Wir können aber auch hier was machen. Gewehr-Upgrades, mehr Health. Die Sichtbarkeit von Blöcken ist auch nicht schlecht. Warum dürfen wir das? Ach, muss ich zweites Labor bauen. Das ist irgendwann auch sinnvoll, glaube ich. Zweites Labor. Und dann können wir jetzt hier, das ist auch gut. Investieren wir mal ein bisschen in die Leute. Hm? Sollen die nicht nach unten kommen? Und Drohnen raus. Das ist gut, das ist gut, das ist gut, das gibt aber keine Chance mehr. Stark. Stark, stark, stark. So. Können wir uns noch jemanden leisten hier? Wir leisten uns nochmal einen Träger mehr. Und buddeln hier weiter. So, warum darf ich das Radar nicht nehmen? Gut. Was mache ich da? Wieso habe ich das abgebaut? So, hier ist noch ein bisschen was. Und ich glaube fast. Wie viel haben wir denn? 4. Oh, wir können die Reise uns zum Glück erlauben. Ich habe keine Ahnung. Wir haben jetzt hier, glaube ich, fast alles. Könnte auch jetzt schon leer sein hier. Vermute mal, ist schon leer. Können gleich nochmal ins Radar gucken. Und dann können wir noch eine Etage runtergehen. So, oh, warte, Sprenger. Nee. So, ist hier noch was? Nee. Dann können wir in der nächsten Runde eins tiefer bohren noch. Das
warte ich natürlich noch kurz, damit hier ich hier noch ein bisschen was ernten kann. Das wäre ja sonst verschwendet. Und ein bisschen reparieren und solche Sachen. Das heißt, ich nutze den Tag jetzt voll aus. So, jetzt kommt gleich der Wurm. Okay, jetzt haben wir 9. Und let's go. Könnten hier noch eine, das kostet uns 4, das machen wir jetzt einfach nochmal. Können wir noch Köstlichkeiten bauen? Ach, vielleicht kann man die Drohnen noch verbessern. Ah ne, das wäre auch nicht schlecht, genau, da kann man Drohnen abschießen. Das gefällt mir auch gut. Zum Sammeln der Sachen. Und das hier, der Drohnenstation, können wir Drohnen verbessern. Ich weiß halt überhaupt nicht, was jetzt hier im Endeffekt gut ist, ne? Da gibt es zu wenig Statistiken, welche Einheit jetzt wirklich am meisten Schaden macht, aber was mir wirklich Sinn zu ergeben scheint, ist, dass man sich spezialisiert. Es gibt ja Energiewaffen und MG-Waffen und diese Explosionswaffen. Ich glaube, es ist schon gut, wenn man sich darauf spezialisiert, bei einer Sache gut zu sein. Okay, wir haben jetzt quasi ein Ziel schon erreicht, nämlich die Zieltiefe von 200 Metern. Jetzt könnten wir theoretisch jederzeit evakuieren. Oder wir sagen, nö, warum sollten wir evakuieren? Lass mich noch ein bisschen bauen. Und ich mache natürlich Letzteres. Aber wir können jetzt hier... Ah, ne, können wir uns noch nicht leisten. So, wir können... Zack. Oh, guck mal hier. Machen wir erstmal in die Richtung. Sehr gut. So, wir haben nur einen Soldaten. Müssen ein bisschen aufpassen. Oh, fuck. Wir können auch. Wir haben ja 5. Wir könnten, glaube ich, noch ein Haus bauen. Kostet aber 8. Wenn wir noch eine Unterkunft bauen, dann können wir mehr Leute noch einstellen, sozusagen. Sobald wir 8 haben, mache ich das mal. Jetzt haben wir 8. Jetzt brauche ich noch eine Unterkunft. Okay, und jetzt kann ich... Ja, genau. Noch, jetzt habe ich kein Geld, aber dann kann ich noch neue Leute einstellen. So, wieder einmal hier. Und dann da. Okay. So, jetzt stellen wir, wie viel Bohrer habe ich? 6 Bohrer. Ich glaube, ich nehme mal einen Soldaten für alle Fälle. Reparieren. Sehr gut. Oh, warte, da müssen wir aufpassen. Die Lava kommt von oben. So. Jetzt haben wir den Soldaten. Jetzt können wir noch... Ah, ne, ich habe nicht genug Geld. Und den müssen wir in Ruhe lassen. Der ist hier gefährlich. Und das Ding muss auch dringend weg. Der breitet sich nämlich aus. Das ist ein richtig perfider Stein. Ah, hier sehen wir auch wieder was sehr Unfreundliches. Da. Bitte sofort dahin. Jetzt können wir noch, wie viele Bauarbeiter haben wir? 6. Können uns noch, immer noch mal zur Sicherheit einen Soldaten. Kein Bock, dass unsere ganzen Leute weggefressen werden sonst. So, Radar können wir einmal machen. Oh, das sieht gut aus. Okay, okay. Oh, da müssen wir bitte sofort ran. Es läuft gerade ganz gut, ist mein Gefühl. Oh, okay, jetzt müssen wir mal alle nach oben. Jetzt haben wir aber nur 6 Mark dazu bekommen. Das ist nicht schrecklich viel. Ich glaube, da können wir gar nicht so viel von... Könnte ich kein neues Geschütz mehr bauen? Nö, schade. Ich mal gucken, was ich hier upgraden kann. Ja, sehr gut. Das kostete 3. Ballern wir die weg.
Nice, nice, nice. Neue Drohnen und reparieren. Ja, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Leute, das sieht gut aus. Hm. Stufe 3, wir halten uns aber trotzdem fantastisch. Stufe 4 schon, ne? Wisst ihr noch, als ich vorhin gesagt habe, wir machen noch ein kleines Spiel vor 2 Stunden? Da wusste ich nicht, dass das so lange dauern wird. Okay. Dann. Radar, Radar. Oh, warte, hier müssen wir wieder aufpassen. Ja, das ist gut. Gut. Warum dauert das so lange? Nochmal ein Bohrer. Beschleunigen wir das Ganze mal. Immer ein Auge auf Ungeziefer haben, das ist wichtig. Der kriegt priorisierten Abbau, weil das der Schweinestein ist. Oh, fuck. Aber wir haben zum Glück 3 Soldaten, die machen das weg. Sehr gut. So, den müssen wir wegmachen. Ne, den um Gottes Willen, den um Gottes Willen nicht. Den Lavastein können wir auch wegmachen. Der brennt nämlich nur nach oben und unten. Oh, das müssen wir machen, aber sowas von dringend. Scheiße, natürlich. Dann kommt der uns. Dann können wir nochmal kurz abbauen, verbessern. Hier ist auch noch Leckeres. Okay, der Wurm kommt. Alle müssen evakuieren. Wir haben 7. Das heißt, können wir irgendwas upgraden? Jawohl. Sehr gut. So, das große Geballer geht weiter. Wir können, glaube ich, richtig was einsammeln. Ich fühle mich relativ sicher. Aber das ist ja meist die Situation, wenn man dann am Ende noch stirbt. Es kann ja auch sein, dass es jetzt absurd anzieht. Vorher kommen die nicht mal richtig runter und auf einmal war es das. Das gibt es ja häufiger mal, wenn es schlecht gebalanced ist. Aber ich glaube, sieht gut aus. Ich kann sogar nochmal reparieren. Das ist ja fantastisch. Okay. So, Radar, Radar. Da. So, wir haben es beschleunigen. Und immer aufpassen, dass wir hier nicht die Viecher. Das ist auch gut. Gold nehme ich. Was, wer ballert? Oh nein. Aber wir haben ja 3 Soldaten. Das muss doch eigentlich funktionieren, ja. Oh, die sind fast tot. Shit. Die halten nicht mehr viel aus. Oh, da müssen wir ganz dringend hin. Oh nein. Wir haben Soldaten verloren, der wird direkt ersetzt. Oh nein, noch mehr Viecher. So. Oh, Radar können wir mal machen. Oh,
Jojo, oh, das, ja, das war so klar. Wie viel haben wir? 10? Ich glaube, wir können vielleicht die... Ja, wir erhöhen mal die, wir verbessern mal unsere Wachen. So, das erspart uns eine Menge Ärger, glaube ich. So, jetzt verlieren wir auch noch eine Wache, das ist sehr unangenehm. Aber wir sind also so viel geile Ressourcen einfach noch. Ja, was ist das Problem? Oh. Und weiter geht's. Was bauen wir denn nochmal Schönes? Wir könnten noch eine Baracke bauen gleich. Und noch mehr Arbeiter, geht das noch schneller. Wenn ich Leute auf eine Stelle konzentriere, kann man sie gut buffen, ja. Mh. Wir reparieren nochmal ganz entspannt nebenbei. Aber jetzt kommen sie wieder ein bisschen runter. Wird immer schwieriger, ne? Man darf das nicht auf die leichte Schulter nehmen. So, lass mich mal gucken. Wir haben 11 von 13 Leuten, das heißt, uns fehlen solche Freunde. Wir könnten nochmal Unterkünfte. Erstmal müssen wir hier wieder bauen. Der ist fertig. Das, ah, wir. Das, ah, das ist okay. Uns fehlt Eisen. Aber jetzt dürfte das. Ja. Klappen. Oh, da müssen wir aufpassen. Ah, okay, das wird jetzt wieder Ärger geben. War so klar. Hier durch, dann sind die. Ja, das ist ganz gut. Das. Bitte den, bitte den, bitte den. Oh, oh Gott, der gibt dir richtig Ärger. Fuck! Ich nehme es jetzt auch ein bisschen auf die leichte Schulter, weil ich auch einfach vorankommen will. Wir müssen neuen Soldaten ausbilden. Oh Gott. Ich verliere jetzt hier unnötig viele Leute. Scheiße, wann war das denn? Hab ich nicht aufgepasst. Konzentration geht flöten, merke ich. Wir müssen es hier ein bisschen ranhalten. So, repariert. Oh Gott, oh Gott. Sie kommen näher. Jede Runde wird schwieriger. Wir können keine neuen Geschütze mehr bauen. Gut, sehr schön. Ich baue nochmal... Ne, ich habe nicht genug. So, hier habe ich jetzt durch, das ist gut. So, wenn wir die jetzt hier wirklich jetzt mal auf einer Seite belassen, dann können die nämlich zusammenarbeiten. Das ist eigentlich gar nicht so eine dumme Idee. Oh oh. Ach, da schlüpft doch gleich wieder einer.
Ne, das haben wir erfolgreich verhindert. Na gut. Oh, bitte alle daran. Ey, ihr sollt daran. Was machst du denn? Ach, hör doch auf. Ah. Das fand ich jetzt nicht in Ordnung. Zack, noch ein Arbeiter. Oh, fuck. Natürlich. Natürlich passiert das. Sind nur zwei Abholer, sehe ich auch gerade. Und wir sind wenig. Wir können nochmal einen Abholer bauen. Oh, der Tag neigt sich zum Ende, ne? Boah, noch eine Runde, noch eine Runde, noch eine Runde. Kein Problem, kein Problem. Das kann ich noch upgraden. Das kann ich upgraden. Reparieren. Bohnen gehen raus. Müssen vielleicht auch diese Raketen gar nicht mehr zünden. Obwohl, ne, lass mal nicht arrogant werden. Eieiei. Ist es möglich, die Befehle in der Pause einzugeben? Ja, ich glaube ja. Ja, müsste möglich sein. Hammer, okay. So, dann wieder runter, bitte. Let's go. Warte mal, wir haben jetzt, wie viel habe ich jetzt? Ah, wieder nur einen. Na egal. So, wo sind hier noch Leckerlis? Hier. Das? Was Gutes? Weiß ich nicht. Was ist das da? Technologie? Alles, was wir jetzt machen, ist quasi Zugabe, ne? Wir haben ja eigentlich schon das Ziel erreicht. Also, was heißt... Also hier in die unterste Stufe zu kommen, ist das Hauptziel eigentlich. So, guck mal, jetzt können wir Pause machen. Mit dem Radar. Und können jetzt in aller Ruhe mal markieren, wo es hier noch lang geht. Hallo? Achso, ich habe zu viele Baubefehle schon erteilt. Dann machen wir aber die, priorisieren wir. Dann können wir hier später hin. Repariert. Oh, wir sind wieder fast bei 100%. Oh, Wurm kommt. Der Ede, der Ede! Hallo, Eddie. Ich wollte schon längst im Bett sein. Ich spiele seit 4 Stunden dieses Spiel, weil wir einfach zu gut sind. Und nicht zu einem Ende kommen. Das macht doch Spaß. Ich bin auch müde. Schön, dass ihr da seid. Ach komm, wir geben das Geld mal noch nicht aus. Und gucken mal, ob wir es auch so schaffen. Sah ja bislang jetzt gut aus. Was gab's denn bei euch? Was habt ihr denn gemacht? Getalkt? Oder gezockt? Tschu-tschu-tschu! Drohnen raus. Baller. Reparieren, okay.
Sehr gut, das hört einfach nie auf. So. Nein, diese Schurkensteine, die müssen sofort als erstes platt gemacht werden. Das ist unglaublich wichtig. Weil die vermehren sich, wie ihr gerade schon gesehen habt. So, also jetzt habe ich 15 Mark. Pass auf, ich mache mal Folgendes. Ich baue mal noch eine Unterkunft. Das heißt, wir dürfen jetzt noch mehr Leute holen. Ich baue nochmal richtig jetzt was. So, ach Mist, mein Radar ist weg. So, jetzt. Das holen wir uns alles noch. So. Achso, zu viele Bauaufträge. Okay. Da ist wieder unsere Biene rausgekommen. Mega nervig. Aber wir können ja noch einen Soldaten nochmal dazu holen. Wieso baut dann nur einer? Warum baut da nur einer? Und einen Sammler bauen wir noch. Und dann bauen wir noch einen Sammler. Wir sind schneller. Reparieren. Hammer. Nervige Fliege. Okay, und die Frage ist, ist jetzt überhaupt noch irgendwas? Das können wir gleich via Radar beantworten. Ja, hier ist noch was. Das merken wir uns. Dann machen wir noch einmal Action und dann geht's los. So. Letzte Runde. Dann haben wir gewonnen. Und mal hoffen, dass das jetzt. Was können wir noch upgraden? Das. Song of Conquest gab's bei euch. Ah ja, cool. Reparieren. Jetzt kommen sie aber angeschissen. War's doch jetzt. Sehr gut. So, jetzt machen wir noch einmal hier. Das sind die letzten Edelsteine, die wir haben. Können wir von zwei Seiten kommen. Und dann, let's go. Dann tauchen wir auf. Ja, mehr können wir jetzt nicht machen. Oh, geil. So, das müssen wir vernichten. Und dann Enter. Ja, und dann am nächsten Morgen tauchen wir dann auf. Und dann haben wir gewonnen. So, was haben wir jetzt noch? 9. Wenn wir nur noch so Billo hier rumbuddeln. Ist da irgendwas? Nix mehr. Gut, dann beschleunigen wir. Dann warten wir, bis der Tag vorbei ist. Diese Sachen schlüpfen, nehmen wir nochmal mit. Und dann. So, den nehmen wir mal noch. Komm, jetzt machen wir mal. Zack, nächster Tag. So, letztes Mal Action. Dann haben wir es geschafft. Dann haben wir gewonnen. Müssen wir aber noch überstehen. Wir wollen jetzt nicht so tun, als wenn das nicht noch eine Herausforderung wäre.
Drohnen hier, die räumen richtig auf. So. Oh, von wegen vor 3 Stunden, als wir gesagt haben, wir machen. Ich hab schon abmoderiert. Ja, eine Runde noch, ja, okay, eine Runde noch. Wäre so lächerlich, wenn ich jetzt sterben würde. Aber das tun wir nicht. So, geil. Ey, warte mal, ich hab gesagt, ich tauche auf. Ey. Fuck! Ich hab die falsche Taste gedrückt! Oh nein! Warum? Ich kann nicht speichern! Nein! Wieso habe ich denn die falsche Taste gedrückt? Das gibt's doch nicht! Warte mal! Nein! Warum? Das ist gar nicht darauf ausgelegt jetzt! Fatsch! Oh nein, ich... Armer Tor! Shit! Ich brauche jetzt dringend Kohle. Fuck! Das war nicht geplant. Ich brauche noch 2 Kohle. Das ist gar nicht darauf ausgelegt, dass wir so tief tauchen können hier. Unglaublich. Das ist unglaublich. Muss ich original noch eine Runde machen. Ich weiß nicht, ob das reicht. Ich kann auch keine Geschütze mehr bauen. Oh fuck, ey. Das war wehe, wenn ich jetzt noch verliere wegen Doofheit. Da wäre ich kein Fan von, wegen Doofheit verlieren. Oh Mann, ich wollte doch Feierabend machen. Was ist hier los? Ich brauche noch zwei Kohle, kann ich aufsteigen, ne? Oder kann ich auch so aufsteigen? Muss auch Enter drücken, oder nicht? Ne, G, was muss ich drücken, um rauszukommen? G? Die sind natürlich jetzt noch deutlich stärker, die Heinis. Darauf war ich nicht vorbereitet. G, ist es G? Da war nicht. Ich will evakuieren. So, was muss ich jetzt drücken, um zu evakuieren? G? G. Ja! Hammer. Okay, von wegen. So, jetzt sind wir noch tiefer gebuddelt, als eigentlich vorgesehen. Guck mal, wir retten die ganzen Leute hier. So, was habe ich denn jetzt eigentlich gerettet alles? Ist nicht so viel, oder? Ich habe noch ganz viel Geld ausgegeben. So, Abrechnungstag. Evakuierung, Schwierigkeitsgrad, Gesamt-EP wiederhergestellt, Auftragsbelohnung. Ja, das sehe ich doch als Erfolg an. Starke Leistung von uns. Jetzt können wir theoretisch noch Upgrades machen, das gucken wir uns aber beim nächsten Mal an. So, jetzt muss ich schlafen. Vielen lieben Dank. Ich habe vorhin schon eine Abmoderation gemacht, vor 2,5 Stunden. Deswegen werde ich das jetzt nicht wiederholen. Aber es macht großen Spaß. Drillcore-Empfehlung macht echt Laune. Und wenn euch es gefallen hat, dann schreibt erstmal in die Comments, wow, fast 3,5 Stunden, Nils. Du bist ja echt gut in diesem Spiel. Und andere tolle Sachen. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen. Mhm.